und eine Zauberin. Wir sind im Schicksal verbunden, zu großen bestimmt. Wir plündern die Gräber und singen Gesänge. Gnu spendet ihr Blut an Astarions Fänge. Keiner weiß, wie weit der Weg bis Baldur's Gate. Mit Gnu und Papuja bist du zu spät. Willkommen zu einer weiteren Folge Baldur's Gate. Und hier sind wir stehen geblieben in diesem mehr als abartigen Medizin- oder Heilhaus. Und ja, ihr seht, ja, wir haben mal wieder alle abgeschlachtet. Beziehungsweise haben sie sich selber abgeschlachtet, möchte ich hier noch sagen. Wir haben damit nichts zu tun. Wir haben damit gar nichts zu tun. Ich habe auf jeden Fall wieder süße Kommentare mitgebracht. Und zwar einmal von Epic Keksi. Hallo ihr beide, ich bin's wieder. Zuerst die Tipps. Der Segen der Mondmaid funktioniert da, wo der Schattenfluch schwach ist. Da, wo der Schattenfluch stark ist, braucht ihr den Segen der Pixie. Das ist ja das, was du hast, diese Lampe. Mhm. Diese bekommt man, wenn man die Pixie aus der Laterne freilässt und sie überzeugt, dir zu helfen. Ihr könnt aber auch immer zusammen rumlaufen und die Alte da drin lassen. Okay, das heißt, wenn wir sie rauslassen, haben wir den nämlich einfach alle. Zweitens, es gibt drei Gegner in Akt 2, die man mit Labern besiegen kann. Einen hat Papo bereits zum Ende dieser Folge erraten und gequatscht. Jetzt ein paar Kommentare. Gnu, oh oh. Damon, der theoretisch Karloch reparieren kann mit dem infernalischen Eisen. Gnu craftet erstmal eine Rüstung, die keiner tragen kann. Perfekt, Liebe, alles dran. Oh, warte, du hast eine Rüstung gecraftet? Ich dachte, Karloch kann die tragen, weil ich dachte, dass die schon schwere machen kann. Hau aber mich nicht. Mann, Epic Keksi, du verrätst hier Dinge. Papo. Du hast das, aber das infernale Eisen, das war ja für Karlach gedacht. Aber wir haben ja noch genug. Haben wir? Ja. Oh, ja? Ja. Wo denn? Ja, hier auf der Map. Gibt's hier noch welches? Ja, klar. Wir sammeln doch. Ich habe doch eins eingesammelt. Okay. Also, Papo, schade, dass du so gut auf Isobel aufgepasst hast. Eure Reaktion, was perfekt wäre, wenn sie gestorben wäre, hätte ich gern mitbekommen. Und dann nochmal an uns beide, nochmal der Hinweis, ich glaube, euch fehlen immer noch zwei Gebiete im Underdark. Falls ihr da allerdings nicht mehr hin wollt, weil ihr jetzt lieber in Akt 2 weiterkommen wollt, ist es natürlich okay. Ich habe mich heute mal dazu entschieden, ganz wild diese Folge einmal mit Tastatur und Maus zu spielen, denn mein Bruder hat gesagt, was für eine Scheiße ist es mit Controller. Und ich soll das ohne spielen. Und ich kriege auch immer wieder Nachrichten von euch, dass es viel besser und übersichtlich ist. Das heißt, in dieser Folge probiere ich es mal ohne Controller. Und dann einigen wir uns in den Kommentaren, wie wir es machen. So, ich folge dir. Okay, interesting. Ich habe Gift eingesammelt. Ja. Okay, also ja, wir haben ja letztes Mal hier die alten Schlawiner hier sich gegenseitig kaputt machen lassen. Ja. Auge in der Flasche, das nehme ich mit. Warte, das habe ich mir kurz geschnappt. Das war ja interessant. Ich bin ja eigentlich so jemand, ich mag ja auch Pain, ich hätte da ja auch mitmachen können, aber nun gut. Wollen wir mit dem Bree hier reden? Möchtest du das mal machen? Ja, ich glaube, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Ich glaube, der war dann generell schon dead. Der stöhnt nur noch. Mich wundert ja, dass der überhaupt noch lebt. Die Fesseln lösen. Auf jeden Fall. Ja. Wo geht der jetzt hin? Wo geht der hin? How is this possible? Sorry, aber wie... Wie soll das möglich sein? Ich will mit ihm reden, aber er rennt die ganze Zeit. Hä, wie soll denn das möglich sein? Ich kann ihn nicht... Kann ich ihn zum Schlafen bringen? Ja, jetzt rennt er einfach nur irre rum. Wie kann ich denn mit Astarion hier über Ding wieder eine Gruppe machen? Alle gruppieren. So einfach geht es. Der ist hier bei Astarion. Vielleicht kann ich den voll labern. Ah ja, ich renne ihm gerade einfach nur wild. Ah ne, jetzt ist er verschwunden. Er ist despawned. Unangenehm. Na, vielleicht erinnert er sich ja an unseren Geruch, wenn wir mal an ihm vorbeikommen oder so. Na gut. Gnui, möchtest du dich mal hier hinlegen? Kann ich das? Operationslager. Aktion hinlegen. Okay, so. Dann machen Sie mal einmal den Mund ganz weit auf. So habe ich mich gestern gefühlt. Ja, Schwester, auf der C4, da gibt's ein bisschen Probleme. Na gut. Genau, die immer diese Nummern, ne? Ja. Ich muss ja sagen, ich finde es ganz süß, dass wir so gelobt werden von euch, dass wir hier so dranbleiben am Gameplay. Das hat mich sehr gefreut. Ja, danke. Safe. Machen wir sehr gerne. So, Papo. Ich liebe Baldur's Gate.
Laufen wir mal weiter hier hinten, oder? Wo sollen wir hin? Ich mag Bales genau. Da freue ich mich immer drauf. Das ist immer so unbeschwert. Mit dir. Ja, das stimmt. Wir sind einfach leichte Kost. Ja. Aber für die Zuschauer, ich bin für die Zuschauer schwere Kost. Wenn man bedenkt, wie verpeilt ich bin. Oh. It's a Fahrstuhl. Warte mal. Was gibt's hier noch was? Hm. Ist dir ja nicht auch aufgefallen, dass ich manchmal sehr verpeilt bin? Nee. Gar nicht. Nicht? Wo klärst du denn jetzt hin? Ich wollte nur gucken, was da unten ist. Nee, weil meine Schwester meinte letztens, ich habe kein ADHS, aber vielleicht habe ich ADS. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Weil alle Symptome dazu passen nicht. Ich bin halt einfach nur massiv verpeilt. Komm, wir fahren mal hoch. Oder wollen wir erst hier unten noch looten? Weil den hinteren Bereich haben wir noch gar nicht angeguckt, bevor wir dann hochfahren. Ja. Ich weiß ja nicht, ob es dann oben weitergeht oder hier hinten. Ja. Aber, ja. Also vielleicht kann das ja einer von euch, ich lasse mich jetzt nicht von Google diagnostizieren, sondern von der Community. Und zwar merkt es ja selber, ich bin eigentlich immer voll, sehr organisiert und alles. Und diese Verwirrtheit, die man bei ADS hat, das stimmt bei mir nicht. Aber mir fällt es super schwer, oft einfach Leuten zuzuhören. Oder du sagst zum Beispiel, wir gehen dahin und ich höre nicht zu und mache was anderes. Und das meine ich gar nicht böse. Nee, das weiß ich ja auch. Aber das habe ich auch in einer ähnlichen Art und Weise. Ich glaube auch schon, dass ich was in die Richtung habe. Aber ich bin immer so ein bisschen auch stockend, ob ich das überhaupt mit diagnostizieren lassen will, weil ich finde, es sollte keine Ausrede sein. Ich will mir das nicht als Ausrede behalten. Oh, hier steht der. Dass du Leuten nicht zuhörst? Nee, generell einfach für alles Mögliche. Dass ich Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren, dass ich Schwierigkeiten habe mit dem und dem. Sorry, ich rede gerade mit der, Entschuldigung. Ach so, ja, alles gut. Come back another time. Wenn mein Gespräch so langweilig war. Ja, genau, das war gerade eigentlich das Sinnbild dafür. Wenn man vom Teufel spricht. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich will auch nicht, eigentlich manche Sachen gar nicht wissen, weil ich will es trotzdem ändern. Genau. So, du hast mit der geredet, red nochmal mit der, oder? Sagt, es gibt nichts. Aber was ist eigentlich, haben wir gerade so ein paar Quests? Ich guck mal ganz kurz gerade. Quests. Und dann können wir doch bestimmt hier beklauen. Finde ein Heilmittel. Finde den Ursprung des Parasiten. Wir waren noch bei diesem Heilhaus, da mussten wir doch irgendwas holen. War hier nicht noch irgendwo im Heilhaus? Doch, da ist doch auch wieder so ein erreichenden Turm, Mondaufgang. Haben wir jetzt etwa schon alle, Metallstücke, sprich mit Dammern. Stimmt, haben wir die jetzt alle? Also ich habe noch ein Metallstück eingesammelt. Oh. Rette die Tieflinge. Also eigentlich müssen wir sowieso jetzt hier... Oh, was hast du getan? Ich hab die mit dem Schlaf... Papo, du sollst mir zuhören! Ja, ich hab da... Also, das Ding ist, ich verprügel die jetzt kurz. Okay. Weil ich will dir an die Kiste ran, die daneben der ist. So, was geht denn eigentlich hier ab bei mir? Das ist ja komplett neu. Hilfe. Okay, ach, hier sind meine Zauber. Ah, interesting. Deswegen meintet ihr, das ist alles übersichtlicher. Hier habe ich die Stufe 1, die Stufe 2, die Stufe 3. Das Problem ist nur, dass es bei mir wieder verbuggt ist irgendwie. Kannst du die kaputt machen? Was meinst du, sie? Ja. Ja. Ich frage mich nur, warum das bei mir zurzeit verbuggt ist. Vielleicht weiß einer von euch, weil ich sehe wieder nicht meine ganzen Overlays. Das ist sehr weird. Bei Baldur's Gate oder was? Ja. Genau. Ah, Hexenpfeife. Oh, die hast du richtig kaputt gemacht. Ja. Oha, Schlüssel? Viridianischer Kristall? Und Feuerbernstein, ja, die haben ja ordentlich umfassende was. Liste aller Patienten in Reitwin, sowie ihre Gebrechen. Zunächst eher banale Verletzungen, Krankheiten, dann schwere Verwundungen, Folgen der Schlacht. In die letzten Seiten wurden mehrere ungebundene Schriftrollen eingefügt mit Forderungen, verbundene Hafener und Seloniten abzuweisen und die Medikamente den dunklen Justiziaren vorzubehalten. Okay, dann lass uns mal vielleicht... hier nach unten gehen, weil da müssen wir eh hin. Hier runter oder wo? Ja, wenn du auf die Karte guckst. Okay, aber dann sollten wir vielleicht zuerst nach oben, ne? Dann sollten wir doch erst den Fahrstuhl benutzen, ne? Ja, hast du recht, dann machen wir das zuerst. Ich habe auch so einen kleinen Schlüssel bekommen. Geht der hier rein oder? Ich weiß nicht, wofür ich den kleinen Schlüssel bekommen habe.
Steht das vielleicht dran? Moment. Der kleine Schlüssel, meistens vertrunen, wenn du nicht einen Astarion dabei hast. Goldener Schlüssel? Wo ist denn der andere? Ist schon so cool, dass wir unsere Rüstung jetzt so farblich passend gemacht haben. Ach, ich glaube, er wurde schon benutzt. Das ist richtig fesch. Ja, das stimmt. Ich finde das Outfit auch nice. So. Danke, die OP war gut. Ich habe wieder Propofol bekommen. Da schmilzt man so. Oh nein, Astarion, Mann! Astarion, der Vollidiot. Ja. Ey. Jetzt bleibt er unten. Ah, dafür war bestimmt der Schlüssel. Ja. Dafür war der Schlüssel. Ich gehe mal kurz zu dem. Der soll das mal kurz holen. Noch ein Schlüssel. Schlüssel zu? Man weiß es nicht. Vielleicht für die Truhe hin, oder? Dann machen wir mal Schlossknacken. Jetzt gibt's eine Schlossknackung. Let's go! Knacking. Oh, das war genau 10. Das hat gereicht. Sehr gut. I'm proud of you. Also ich verstehe, warum Leute sagen, ey, mit PC ist es so für mich besser. Weil es halt auch echt übersichtlicher ist und du schneller gucken kannst. Aber ich glaube, ich bleib so die Controller-Girl. Aber ich ziehe das jetzt mal die Folge durch. Vielleicht wird es ja besser. Mich nervt, wie gesagt, nur, dass ich meine Zauber hier nicht sehe. Die Herren des Wahnsinns. Kann jemand vielleicht sagen, warum der Bug ist? Habt ihr da vielleicht eine Idee? Ach, guck mal, jetzt sind wir hier auf dem Dach. Muss nur ein Schloss knacken. Girl. Oh, girl, you know it's true. True. I love shoes. Genau. Yes, you know, I love shoes. Ich habe auch eine Giftspore mitgenommen. Shoes. Händchenchen. Aber dann sieht es schon besser mit PC. Also diese ganzen schönen Details. Ja, du, ich meine, du hast es ja schon mal gespielt, ne, auf deinem Gerät. Und, ja. Porträt einer Frau, ihre Wangen sind rot. Blush. Blush. Ah, hier geht's weiter. Okay. Hier, Papa. Hast du schon hier alles gelootet, was es hier so gibt? Ich weiß es nicht. Ich dachte, du bist doch hier der Loot-Geier, auf den ich mich verlassen kann. Tod und Göttlichkeit, ein göttlicher Leitfaden. Aber das sieht so aus. Gehen wir halt in die andere Richtung. Ist aber eigentlich auch nicht schlecht. Okay, ich komme auch mal raus. Bist du noch geschützt von meiner Laterne gerade? Nee, brauchst du anscheinend gar nicht, ne? Hier nicht. Aber es ist ja so, dass jetzt angekündigt worden ist, dass es kein Baldur's Gate 4 mehr geben wird oder DLC oder sonst noch irgendwas, ne? Das finde ich blöd. Ja, aber ich muss sagen, wahrscheinlich ist es so, dass die sagen, hey, das Game war jetzt so geil. Das können wir wieder nicht toppen und am Ende sind alle nur enttäuscht. Das ist vielleicht auch ein guter Move. Vielleicht wird... Oh, bei mir ist eine Cutscene. Oh. Vielleicht wird da einfach nicht die Kuh gemolken. Warte, wie kann ich dir dazu hören? Ja. Our hero thought, but a trash. Oh, hello. Ich finde den fast am hottesten. He went creeping and awoke what was sleeping. A new grave they dug, which he himself fed. Spooky. Eine Warnung, nicht weniger, ihr macht euch doch keine Sorgen um mich. Wie lange habt ihr hier rumgestanden und diese kleinen Vortrag eingeübt? Wollt ihr damit sagen, dass es dort ein Schatz liegt? Vielleicht das mittlere, ich bin ja frech. Until it was perfect. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Was sollen wir sagen? Was für Gefahren? Ich denke mal so. Aufpassen. Ja, ich würde mal fragen. Okay, na gut. Was denkst du? Ich denke immer so, dieser Raphael, das ist ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, der ist so sehr selbstverliebt. Ja. Und dann halt ihn noch nach zu fragen, das bestätigt ihn nur darin, dass wir halt der kleine Dumme sind. Ja. Aber, ja, wir gucken mal. Das ist ja manchmal auch die Waffe, sich dumm zu stellen, ne? Ja. Huch. Passiert bei dir irgendwas? It would be pointless of me to try to buy you. Der hat gewartet, bis wir fertig reden. But I can. Mir passiert gar nichts. Oh. Set the scene, as it were. Prepare you for your role. Gut, dann setz mich ins Bild. Woher wisst ihr überhaupt, dass es gefährlich ist? Ich kenne meine Rolle, auch wenn ihr das nicht tut. Ich muss Cedric töten.
Bitte komm zur Sache. Ja, bitte komm zur Sache. I already did. If through the dark you go creeping and awake what is sleeping, chances are many more graves than yours alone will soon be fed. Okay. Sprecht es aus. Very well. Ja. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way out through the very doors you are about to brazenly swing open, you'll have unleashed a pestilence upon this realm. In truth, it is carnage incarnate. So if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course of action. Motiv erkennen, kannst du das? Das sollte ich eigentlich gut können. Na, plus 2. Ja, mal gucken. 10. Okay, let's try. Komm schon! Yeah! Yes. This creature and I go back a long way. I admit, it would be in my best interest as well, should it remain trapped in the dark. Or misplace its head, perhaps? What are we talking here? Lemia? Pit Fiend? Orthon? Getting warmer. Schlimmer. Schieferer. Warmer. Hot. Okay, also ein Balrog oder sowas, ja? Habt ihr Angst vor dieser Kreatur? Sollte ich noch etwas wissen? Klingt nach einer Bekanntschaft, die ich liebend gern machen würde. Ja. Ja, listen here, Pipsqueak. Pipsqueak. Do not underestimate this opponent. At best, you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor. Es ist witzig, wie sein Gesicht kaum zu sehen ist, weil du so klein bist. Ja. After all, if there is one rule I hold dear, it's that one must always give the devil his due. Okay. Den kann man echt nicht trauen, der ist sassy. Der ist sassy, Bro. Hast du die Kiste schon geöffnet? Nein, ich dachte, du warst es. Nein, das kannst du machen. Ist sie verschlossen? Weiß ich nicht. Du hast doch die ausgegraben. Ah, okay, das war, weil der dich angelabert hat, deswegen. No one stopped me yet. No one stopped me yet. Aha. Schwarze Oleander. Mausoleumseingang. Ich habe eine tolle Blume mitgenommen. Oh, süß. Oh, ich habe noch so viel Kram in meinem Inventar, ne? Eieiei. Ölbecher. Willst du da rein? These sigils. Warte mal, habe ich gerade Öl gegessen? Was? Oh mein Gott! Ich habe gerade Öl gegessen. Ölige Schlürfen. Ich weiß nicht, warum ich das hätte machen Mensch, sollen. Das ergibt gar keinen Sinn. Okay, laufen wir mal da rein. Oder was ist hier unten noch? Da kommen wir zurück und dann könnten wir eigentlich nachher da, wo es so schwarz ist, ab der Karte dann weitergehen zu diesen Türme des Mondaufgangs. Im Gasthaus gibt es ja auch noch was. Vielleicht das Teufelsherz, sprich mit Damon. Wir haben ja jetzt eigentlich etwas für sie. Sollen wir kurz zum Gasthaus, zum letzten Licht gehen und gucken, ob wir Karlach dieses Herz reparieren können mit diesem Stück das Eisen? Können wir machen, ja. Wollen wir da mal hin teleportieren? Ja. Dann gebe ich dir das mal kurz. Okay, wir mal Y. Ja, das Inventar ist halt schon echt besser, ne? Am Pizza, wenn du mit Tastatur spielst. Ich kann das ja auch mal machen heute. Ja, mach mal. Gucken, was du sagst. Ich gebe dir das mal. Ich gebe es mal Karlach. Schon besser, ich verstehe, was ihr meint. Aber man läuft ja nicht, man läuft ja dann nicht mit WASD, sondern man läuft mit der Maus, ne? Genau, aber ist eigentlich gar nicht schlimm. Du kannst auch mit gedrücktem Mausrad jederzeit quasi die Kamera drehen. Also es geht eigentlich. Okay, das heißt, so, warte mal, wie macht man denn jetzt das andere Dings auf? Wie gehe ich denn zum Teleportieren? Muss ich auf Karte drücken? Nee. Genau. Alt. Ping, nee, auf M. M. Okay. Und dann einfach draufdrücken. Wohin müssen wir denn? Das? Zu dem Licht. Ah, ja. Ich hab mal Karlach das Eisen gegeben. Vielleicht kann die mal mit dem reden.
Ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht alle Teile. Okay, das war ja hier drin, ne? Hier bei mir? Genau. Hier stehe ich. Ja. Genau, dann musst du einfach auf sie drücken und dann spielst du sie. An der Seite. Oh, jetzt habe ich mit ihr angefangen zu reden. Nee, weggehen. Okay, so. Oh, das geht ja alles viel einfacher. Krass. Ja. Ich habe das infernale Eisen, das ihr erwähnt habt. Ja. Please let this work. Cool. Ganz schön schwer. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Sie ist nicht begeistert. Give me just a moment. And I think. There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect. Meine Mutter, als ich erstmal ein OP einsetzen musste. That feels good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less changeable. Cheers, mate. Okay, pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Let me sleep on it. I just might be able to work something out. Yay! Hopefully, the next time I see you, I'll have something promising to report. I'll need more infernal iron either way, though. So keep your eyes open. Take care. Dankeschön. Yay. So, und jetzt kann ich mit ihr reden. Kann ich mit mir reden, okay. Genau, hier steht noch was. Krass. Raphael wollte Astarion doch helfen. Yes, das kommt definitiv noch. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. Okay, geil. Dann finden wir mal was Böses, was ihr vermöbeln könnt. Ich glaube, das würde ihr gefallen, wenn ich das sage. Mhm. Wir finden noch mehr infernale Eisen und ihr bekommt auch die zweite Aufrüstung. Hm. Grün kann ich euch aber weiterhin nicht. Ja, das ist doch nett. Oh, das ist flirty. Ja, deswegen. Ja. Ah. Ja, natürlich. Ich kämpfe lieb gern mit euch. Ja, natürlich. Hm. Komm schon, Papo. Papo kommt zum Stich. Jetzt geht's los, Leute. Das war's. Vielleicht sollten wir mal kurz Lager aufschlagen. Gucken, was geht. Meinst du jetzt schon? Na, ich glaube nicht. Hier, zeige Art die Laute. Vielleicht müssen wir da was für eine Laute. Haben wir eine Laute gefunden? Du hast doch eine Laute gefunden. Ja. Ja, ramponierte Laute. Okay. Vielleicht muss ich auch auf der spielen. Zeig ihm mal deine Laute. Ich zeig ihm gleich meine Laute. Der wird so krass meine Laute spüren. Also ich fände Laufen mit WASD deutlich besser, muss ich sagen. Ja, vielleicht geht's noch. Ja. Warte mal, ich rüste die mal aus. Und wenn ich jetzt ein Lied darauf spiele, gucken wir mal. Du musst dann mit ihm reden, wenn du die hast, oder? Meinst du? Ich glaube schon. Oh Gott, ich kann nicht steuern. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Oh Gott, warum bin ich nicht auf mich fokussiert? Carla, das ist immer die Nummer 1, die ist voll sympathisch, mag ich auch. Kann ich irgendwie mich fokussieren? Ja, so, wenn du Doppelklick auf ihn machst. So. Ich rede mal mit ihm. It's true then. He's met Thaniel. There's no other way he'd know that name. This is just what we needed. Well done. We need to wake him. He must know something about where to find Thaniel. Okay, ich habe ein Laute gefunden, hat offenbar eine flammende Faust gehört. Sehr gut. Good. Its music might help restore him. Show it to him. Die Laute hervorholen und die du gefunden hast und ein wenig spielen.
Dann hört man so einen Reißverschluss und öffnet seine Hose. Daniel! He's still trapped there. He needs help. Hör, jetzt ist er wach. Calm. Ja. Breathe. You've been trapped in the Shadowfell for a century. Take a moment to clear your mind. A century? Your Hulsin. Thaniel said to find you. You must help him, please. I will, but I need to know where Thaniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find him. I'm not sure I can put it into words. The landscape there shifts and changes. Hm. Hat aber irgendwas bei, einen Hinweis gibt. Alles ihn überlassen. Der wird schon wissen, was er macht. Meinst du? Ja. Lavender. Whenever I saw Thaniel, I always smelled lavender. I can work with that. Rest now. Meet me by the lakeshore. I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove perilous. Ja, sollten davor noch mal Lager. Wir können jetzt hinterherlaufen, dann aber davor noch mal schlafen. Okay. Sollen wir das machen? Halsen. 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 Wie der läuft, ne? Wie der läuft, dieser Bär. Gell? Der ist wirklich langsam unterwegs. Ja, da läuft schon lustig. Der hat auf jeden Fall einen Schwung in seiner Hüfte. Ja, voll. Ja. Sieht der aus wie ein Pinguin eher. Ich glaube, der hat eher Schmerzen. Okay, lass uns mal hier rasten vielleicht. Wir können gleich ausrasten. Das können wir können eigentlich eine lange Rast machen. Okay, wie macht man das hier jetzt? Tagebuch? Nee, wie gehe ich denn dahin dann auf die... Girl, steh auf. Oh Gott. So. Wo rasten wir denn? Ja, wo ist die Rasten-Taste? Ach da, ganz rechts, unten. Zum Lager. Ah ja. Süß. Sümlager. Lange Rast zum Lager. So, Carla, hast du was zu sagen? Nee. Copper for your thought. Nee, hat sie nicht. Okay, dann gehen wir schlafen, wa? Die will schlafen, dich schlafen. Nicht. Doch. Vielleicht erst abends. Wir müssen immer erst abends dann sagen. Mhm. Geht ja so der Shit los. Oh, ich liebe die Musik so. Bam, 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 badam, bam, bam. Ich muss mal kurz wieder mir saugen lassen. Na klar, ich renne noch mal zu Carla. Vielleicht hat sie jetzt noch was anderes zu sagen. Face, you know. Aha. Oh, er redet mit mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr nachts an mir saugen. Ich habe Raphael getroffen. Ich weiß, dass ihr nach ihm sucht. Ich habe euch nie gefragt, seid ihr Cazadors einzige Brut? Oder gibt es noch mehr wie euch? Cazador, Sired Sevenspawn. Me and my six brothers and sisters. He always insisted we were a family, even when he was carving scars into our flesh. Süß. I was one of his first. Some of the others came years later. He was a monster to us all, but did take special pleasure in my pain. He said, my screams sounded sweetest. Now that I'm gone, I don't know. I pity the other six. Bin ja mit meinem privaten Speicher auch noch nicht in seiner Story angekommen, ne? Ich habe Raphael getroffen. Ich weiß, dass ihr nach ihm sucht. Ich glaube, es ist besser, ja. You did? God damn it! I wanted to be there. I wanted to make a deal. All right. So. What did the old devil have to say? Er will, dass hey, jemand töten. Er war töten. Doch dabei.
Ja, aber du hast mit ihm gesprochen, deswegen war er so gesehen nicht dabei. Ah, okay. Welche Rolle spielt das genau? Er will, dass wir einen Feind töten. Well, I do like killing. Perhaps if we help him, I can still salvage something from this. He would owe us after all. Yes. Yes, this might work. Now we just need to get on his good side. If we do as he asks, he'll be in our debt. And if he's in our debt, he can tell me everything there is to know about my scars. Hm, okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr nach damit saugen. Then I'll see your delicious tonight. Warum bin ich noch hier? So, was ist mir mit Lizelle? We must press forward. Okay. So, was ist mit Shadowheart? Hat die mal wieder was zu sagen? Something's the matter, baby. Catheric Thorn, was haltet ihr von ihm? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Ich will über all das reden, was ihm widerfahren ist. What's on your mind? Nicht anlegen zu wenden, okay, das ist immer das Gleiche, ja. Das ist immer so, wenn die gerade die Mission von denen ich haben, haben die auch nichts zu sagen. Also wenn es was Wichtiges ist, immer ein Ausrufezeichen über den Kopf eigentlich. Ja, das stimmt. Gut, dann let's go. Aber manchmal sind auch so Zusatzinformationen ganz nett. Du willst einfach nur smoothen. Ja, hast recht. Ich möchte auch, dass jemand an mir saugt. Oh, dann kriegt ein Baby und bietet ihn den Nippel an Frauen wird immer mit, wenn man ein Baby hat, gesaugt. Warte, was? Wenn man schwanger ist und Milch gibt, saugen die Kinder auch an dir am Nippel. Das ist ja richtig schlimm und schmerzhaft teilweise. He wanted to talk about my scars. Or rather, he wanted to dangle the promise of talking about my scars in front of me. If we kill that monster of his. Dann werden wir es töten und ich habe das Ganze verschlafen. Ihr hättet keinen Handel abschließen sollen, ohne zuerst mit mir zu reden. Das würde ihm nicht gefallen, oder? Dann werden wir es töten. Excellent. I knew you wouldn't balk at a challenge. And now all that's left to do is, well, find this damn thing and kill it. Okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr heute nachher mit sagen. Na gut, ich bin weg. Wie kann ich diese Konversation verlassen? Okay, ich bin raus. Ich bin noch nicht fertig. Ich dachte wirklich, dass dieser Teufel sein Wort halten wird, wenn wir diesen Ortton töten. I'd trust a devil over a vampire any day. I think he likes us. Ich mag ihn auch, aber das würde ihm nicht in sein schmieriges Gesicht sagen. Ja, ich mag Raphael, der ist cool. Perhaps if we kill this Orthon extra bloody, he'll invite us for tea and brandy back in his house. So, okay. Gut. Na gut. Ah, da die Shadowheart hat ein Ausrufezeichen. Oh, echt? Ja. Komm ich mal wieder ins Lager, I guess. Ja. Die Shadowheart hat ein Ausrufezeichen. Möchtest du das machen oder soll ich das machen? Nee, du bist ja mit der eventuell. Ja, irgendwann mal, ne? Aber Karach ist erstmal mein B. Something the matter. Something the matter, baby. Sie hat doch ein Ausrufezeichen im Kopf. Achso, da muss ich mit ihr reden, tatsächlich. Jetzt hat sie weg. Kein Ausrufezeichen mehr. Something the matter. Nee, weird, jetzt ist es weg. Okay, girl. Dann. Let's go back. Lager verlassen. Lager verlassen. Lager verlassen. Okay, let's go. Öffnen wir den Weidenkorb und holen eine. Oh. Warte mal. Ich muss jetzt meine Dings hier rausholen, oder? Die Dings wieder. Wie mache ich das? Oh, ich bin im Gespräch. You're here. Good. Now we can begin. Willst du erst wissen, was hier nicht abgeht, Mann? Daniel is trapped in the Shadowfell. But thanks to your efforts, I know where to look.
Now I must go there, alone. Moment, soll ich nicht mit euch kommen? No. This opportunity has been 100 years in the making. It has to be me. Hmm. And only me. Hmm. But I didn't bring you here to witness an old druid's grandstanding. You have a part to play in this, and I trust you will play it well. Hmm. With okay. the Oakfather's blessing, I can infiltrate the Shadowfell, but doing so will sap my strength. I'll need your help if I'm to return. I need you to stay here. Keep the portal open until I return and defend it at all costs. Okay, ich habe gerade einen Raid von der lieben Hasi bekommen. Danke, du Süßi. Ich hoffe, wir sehen uns mal. Wir müssen noch so viel reden miteinander. Ich habe so viel News und du bestimmt auch. Ich habe letztens von Hasi so einen geilen Clip gesehen auf TikTok. Die war irgendwo in einem Pool als Einzige und ist da einfach spontan reingegangen, vom Pool aus gestreamt. Da kam so ein anderer dazu und hat gesagt, was machst du hier eigentlich? Typical. Dankeschön. Vielen, vielen Dank und willkommen an alle. Wir spielen Baldur's Gate zusammen durch mit Papo. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Good. Mit Papo! Now it's important that only I pass through the portal Messe, ja. once it opens. So geil. The magic is fragile. Any mistake and our one chance will be lost forever. It took me years of study, of seeking the Oak Father's favor, to find a way to part the veil. Pray that this works. Ich werde beten. Oak Father, hear me. Aid me. Force open the jaws of darkness. Make passage for your vessel of light. It's ready. I'll return with Thaniel as soon as possible. Stay close to the portal. Buy me what time you can. Magst du speichern? Trust me. Ja. Ja. Oh, da sind Feinde. Ja. Oh nein, nicht die Feinde. Das wird wild. Also wir müssen jetzt so lange, wie er gesagt hat, das Tor hier, das Gate, beschützen, bis er fertig ist. Wenn wir es nicht schaffen, ja. Das heißt, am besten springen. Springen ist immer die wichtige Bonusaktion. Ich schmeiße jetzt einfach schon mal hier was hin. Du machst das. So, und ansonsten. Ist ein bisschen nervig, dass mir hier die Sachen nicht angezeigt werden. Ich würde sagen, wir beide, also dein Mage und ich, wir gehen beide auf den Stein und die anderen beiden stehen davor und kämpfen. Finde ich gut. Wie kann ich denn hier Zug beenden? So. Ah, beide ist auch. Ach, die sind ja voll. Ja, das sind sehr viele, das habe ich nicht gesehen. Okay, jetzt ist die Frage, was ich tue, ne? Weil ich muss ja dann schon, wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir das hier, der Eissturm ist halt auch geil, den bewahre ich mir aber noch auf für später. Sollen wir vielleicht mal Dolche davor machen? Vor das Gate? Das kann man machen. Ich muss jetzt erstmal hier auf die ganzen Fähigkeiten klarkommen, wie das jetzt hier in diesem Menü ist. Ja. Ich mache meine Dolchwolke hin. Ich hoffe, dass ich dann noch meinen Schneesturm machen kann, weil der ist eigentlich geiler. Und wir machen irgendwie Dunkelheit. Hast du irgendwas mit Dunkelheit, dass sie das nicht treffen, das Tor? Das ist eine gute Frage. Böser Spott. Ich habe Dimensionstor. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwie Dunkelheit, Raumgift. Stinkende Wolke kann ich machen und Metall erhitzen. Schneesturm und der Eissturm ist halt geil, ne? Ich geb dir erstmal weißt du noch, mein Schneesturm damals? Da sind doch alle ausgerutscht. Deswegen würde ich das eigentlich jetzt gerne noch aufheben. Meinst du, die werden ausrutschen? Nee, andere. Also die rutschen, glaube ich, auch aus, oder? Aber die bewegen sich halt immer, ne? Ich gehe trotzdem schon mal hin und bleib mal hier. So. Und ansonsten kann ich ja, glaube ich, noch Bonusaktionen. Ach, da ist noch einer. Nicht genügend Ressourcen. Zaubertricks. Und wo sind meine normalen Attacken? So meine Schwertsachen? Du hast allgemein, du hast dann von deiner Fähigkeit da unten, du kannst da unten durchswitchen. Achso, da kann ich auch einfach drauf und dann... Ja. Gut, der ist eh zu weit weg. Okay, das heißt, damit bin ich fertig. Aus dem Kampf fliehen? Nee. Wie beende ich jetzt meinen Zug?
Verteidigungsportal bis Halsin zurückkehrt. 5 Züge verbleiben, okay. Wo ist die Zugbeenden-Taste? Ich habe einen Hinweis für die Schattenviecher. Wenn ihr Shadowheart das Blut von Lathander gebt und ihr mehr Zauber gebt, der gleißende Schaden macht, ist sie perfekt für die Schattenviecher. Ich hoffe, dass da jetzt nicht mehr so viel kommen. Ne? Aber man kann hier auf jeden Fall besser rumswingen als mit Controller im Kampf, finde ich. Und ja. Viel besser im Überblick hier. Das stimmt auf jeden Fall. Okay. Oh, ich habe die geblendet, weil ich das Licht angemacht habe. Das ist nice. Gut. Aura des Bösen, Vergessens. Okay. So, von da drüben kommen noch ein paar. Das sind diese Zombie-Viecher, Männer, oder? Da würde ich gerne nachher mal eine Wolke draufhauen. Das finde ich gut. Der hat sich unsichtbar gemacht, oder ist der teleportiert? Da würde ich so gerne, da haue ich einen Schneesturm drauf. Ja, auf die drei, die können wir richtig gut kaputt machen. Du machst einen Schneesturm auf Dreh, dann guck ich mal, was das... Oh, da sind ein paar Sachen noch gespawnt, ne? Ja, dann lass mich die mal kurz hier jetzt wegmachen. Ja, ich mach dann hier vorne die Dolchwolke hin. Ich kann, aber wieso kann ich den jetzt nicht mehr schießen? Eigentlich müsste ich doch schon schießen können. Nicht genug Ressourcen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine Armbrust gehe und schießen möchte, ne? Steht da nicht genug Ressourcen. Ja, wahrscheinlich, weil wir schon Angriffe gemacht haben und so. Das ist ja eine Zusatzaktion dann. Ist ja lächerlich. Lächerlich. Ich bin weg. So, soll ich jetzt meine Schneesturm drauf machen hinten? Wie du meinst. Kann ich jetzt schon wieder nicht. Okay, ja, ich bin damit durch. So, du machst den kaputt. Mach mal einen Schneesturm. Vielleicht rutschen die jetzt wieder die ganze Zeit so schön aus, weißt du? Witzig, ja, du pfeifst dann die Musik, wie geil. Ja, ich habe meine Laute gar nicht am Start. Zauber erzeugen, Zauber. Jetzt habe ich einen Zauberpunkt. Ah, das mache ich jetzt. Weil ich glaube, damit kann ich ja. Ah, den Vierer kriege ich aber nicht. Ich mach's trotzdem mal. Ausrüsten. Ja, die greifen jetzt das Tor an. Oh, ne? Die schießen auf das Portal. Ja, wie viel Leben hat das? Weiß ich nicht, aber wir sollten eigentlich echt wie sowas wie eine Dunkelwolke haben, damit die das nicht treffen. Ja, oder wir töten die halt einfach alle, oder? Ja, weil die von Weitem, die halt schießen. Ja, Backseat Gaming ist immer okay. Solange nicht die Story spoilert. Bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei Papo ist. Eher nicht. Ich bin nicht so großer Fan von Backseat Gaming. Oh, die kommen sogar bis zum Portal. Also Bogenschützen haben Prio, die müssen weg. Ja. Weil die anderen müssen nach vorne. Okay. Okay, also die Dinger hier direkt neben uns müssen wir auf jeden Fall wegmachen, aber die da vorne auch. Okay, also, wo macht man jetzt Konzentration auflösen hier in dem Menü? Ach, da wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, so. Dann mache ich da, glaube ich, einen Zerbersten hin, wenn ich kann. Hm. Da muss jetzt echt eine Dolchwolke drauf, ne, wo die alle stehen. Magnificent. Das war ja schon mal nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht, warum ich keine machen darf, keine Aktion. Das ist, weil ich die Konzentration aufgelöst habe. Ich verstehe auch nicht, warum ich immer, wenn ich einmal sowas schmeiße... Okay, also ich mache jetzt eine fette Dolchwolke da mal drauf. Ja, mach das mal. Ich guck mal, was haben wir denn so? Ich kann gar nichts machen, diesen Zug. Das ist ja weird. Schneesturm, Dolchwolke. Die geht ja leider nicht, ne? Schneesturm. Ja, machen Dolchwolki. Bei der Strahl. Ist aber auch nur einzeln, ne? Okay.
kann nur noch das hier machen. So. Karlach, du gibst dir mal hier einen mit. Und dann musst du jetzt darüber sprinten, glaube ich. Nee, ich will jetzt keinen erzeugen. Hm, wie breche ich die Aktion ab? Gibt es so an Gegenständen noch? Unsichtbarkeit. Okay. Okay, ich glaube, Karlach bleibt einfach genau da stehen. Hast du auch noch Dolchwolke? Wenn du da noch eine neben meine ballerst, wäre das gar nicht schlecht. Ja, ich kann gerade nicht. Ich weiß nicht, warum ich keine Aktion machen konnte. Ich glaube, weil ich die Konzentration aufgelöst habe. Ja. Ja, die müssen echt weg, die Schweine. Die machen voll viel Schaden. Boah, fuck. Oh oh, wir haben schon fast die Hälfte kein Ding mehr, ne? Ja. Die verbrennen. Aber stark sind die nicht, ne? Nee. Die Raben sind jetzt halt ein bisschen das Problem. Boah, Summer, diese Lappen. Oh. Alle in die Dolchwolke rein. Ja, schön rein da. Okay, da werde ich jetzt eine Zerberstung reinballern. Und auf jeden Fall halt die mit der Ding, die von Weitem jetzt gleich schießen werden, die müssen weg. Und hier muss auch eigentlich noch fast was hin. So, wir müssen die Raben wegmachen auch, ne? Ja. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas Explosives habe. Gibt es hier nicht noch irgendwas, was explodieren kann? Irgendwelche Kisten? Ach. Kann ich das Portal heilen? Probier mal, das wäre richtig geil. Kann ich nicht. Ah, Schriftrolle der Dunkelheit, das ist sehr gut. So, das mache ich jetzt. Sehen wir dann aber auch nichts mehr? Soll ich die Schriftrolle der Dunkelheit? Nee, ich mache das eigentlich, müsste ich es auf die Leute mit dem Pfeilschießen machen, aber dann sehen die weniger und treffen oft nicht. Also wir müssen auf jeden Fall die Raben neben uns kaputt machen, ne? Genau. Da bin ich halt jetzt drin, aber da ich eh nur Zauber habe, ist es egal. Dann mache ich Zerberstung auf die hier vorne. Ja, ich frage mal kurz, was Chat sagt. Zerberste die mal vorne, weil jetzt kommt eh gleich ich dran, dann kann ich die Raben wegmachen. Ja, ich versuche alle zu treffen, deswegen muss ich gerade... Ja, so treffe ich alle. Nice. Dann, oder ich mache Dunkelheit hinten auf die Scheiß... Ja gut, obwohl... Dunkelheit aufs Portal. Die müssen halt einfach rauslaufen, dann können die schießen. Ja, aber beim Portal kannst du ja nicht raus. Ich mach das jetzt einfach mal. So. Jetzt würde ich gerne den hier schlagen. Wieso habe ich denn nie genug Ressource? Kannst du die Raben nicht schlagen mehr? Nee, also mit der jetzt schon. Okay, ja, das ist wichtig. Aber ich überlege gerade... Ich kann mich auch nicht mehr schlagen, weil ich ja alles benutzt habe. Was ich da hin mache. Vielleicht noch mal eine Dolchwolke? Da jetzt auf die Raben, meinst du? Nee, oder? Einfach ich dieses Geschoss vielleicht, das ich habe. Ja, und dann auf den hinteren zielen und du triffst beide vorher wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe ja dieses Geschoss, damit kann ich ja einfach... Ah, nee, nicht die Dolchwolke, Moment. Das hier. So, da hätte ich gerne einmal 1, 2, 3. Hier. Was zur Hölle? Oh, fuck my life. Ich will meinen Controller wieder haben. Okay. Ich wusste nicht, warum ich die jetzt nicht anvisieren kann. War das jetzt ein Bug? Weiß ich nicht. Kannst du jetzt nicht mehr töten? Zwei Züge müssen wir noch schaffen, ne? Ja. Vielleicht schaffen wir es. Okay. Nee, ich kann nicht mehr. Zug noch nicht beendet. So.
Nee. Ich kann nicht mehr schlagen. Hat das Talon schon was gemacht? Ja, auch leider. Ich muss den Zug beenden. Die waren zu weit weg fürs Geschoss. Das ist so direkt daneben, das kann ja gar nicht sein. Sehr gut, schlagt mich. Oh nein. Na, die kommen dann, weil ich mich jetzt auch so ein bisschen dazwischen gestellt habe, bekommen die nicht so richtig durch. Muss nur gucken, dass wir jetzt wirklich die Raben mal wegbekommen. Ja. Der spurtet, aber der kommt, glaube ich, nicht nah genug dran. So eine Dolchwolke, oh oh. Der kommt nah genug dran. Also beim nächsten Zug ist es mortal am Arsch. Ja, das stimmt. Dunkle Strömung, Alter. Die sind schon nicht ohne gerade, ne? Ich sag ja, das wird dann schon auf einmal so schlagartig trickier. Alles. Okay, aber die stehen gerade wirklich optimal. So, ja. Wir müssen es absprechen, wie wir es machen. Machst du jetzt die vorne kaputt, weil dann gehe ich einen Schritt zur Seite. Genau, ich gucke jetzt gerade, ich verstehe nicht, warum Nahkampf ich jetzt nicht genügend Bewegungsrate. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kann ich die sonst abschießen? Nachteil. Weg ist ich kann sonst hier eine Donnerwoge durchballern, dann ja, muss ich bloß im Weg gehen. Ist egal, baller drauf. Auch egal, pass auf das Portal nicht kaputt machst. Kann ich dem Portal selber Schaden machen? Ich glaube schon, ja. Okay, dann machen wir es so. Ja, nice, super. Mega. 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 Das ist ja richtig mega, wie das hast du ja mega gemacht. Boah, ey, richtig mega, wie du aussiehst. So, weg damit. So. Gegenstände, was kann ich noch machen? Trank der Geschwindigkeit, nein. So, ich bin jetzt auch noch da. Das ist jetzt eigentlich relativ okay. Wo sind noch Gegner, die wir vielleicht gerade nicht bedenken? Einfach nur die zwei da hinten eigentlich, die Nervensägen. Ich würde dich dann jetzt schubsen. Nein. Okay, dann nicht. Dann bleibe ich genau hier und mache nochmal Inspiration auf... Wo ist denn Karlach? Er kann auch da drücken, oder? Okay, nicht genug Bewegungsrate. Okay, dann zu beenden. Okay. Ziel ist zu weit entfernt, dass ich nicht lache. Dann muss ich... Die sind alle zu weit weg. Das gibt's doch nicht. Dann gehe ich jetzt mal kurz ein bisschen nach vorne. Mhm. Ah gut, dann kann ich nämlich auch das Geschoss machen. Haben die Armbrust und so? Ja, ne? Ja. Ja, okay, dann mach die auf jeden Fall weg. Geil. Shit, hat nicht gereicht. Aber es kann ja, sein, dass die jetzt nichts treffen, weil die ja nichts sehen. Stimmt. Soll ich mich sonst vor die stellen, dann schießen die nämlich mich ab. Ja, stell dich auch nochmal dahin, wo ich stehe, quasi so ein bisschen, dass wir da auch nochmal, dass du da auch nochmal blockierst mit deinem Körper. Das hat's ja voll gebracht. Also, sorry, ich check's gerade noch nicht so ganz. Okay. Zug beenden, oder? Ja. Okay, die gehen auf Karla, das ist gut. Die kann tanken wie sonst was. Nice. Shadow Heart mit Schutzgeist ist hier Gold. Ich weiß, aber sie ist nicht dabei. Oh nein. Oh mein Gott. Oh, der nicht mehr. Papa, nein. Nein. Halsen, wir haben Gott. Das war nur der letzte scheiß Ding. Das gibt's doch nicht. Halsen ist tot. Wir laden neu. Ich will das nicht akzeptieren. Lad neu. Papo. Papo, bist du da? Ja, Gnu. Ja. Halsen ist jetzt tot. Ja, laden wir neu. Was sagt denn der Chat? Chat, neu laden oder mit den Konsequenzen leben? W-
Wollt ihr den epischen Kampf um Halsens Überleben sehen? Neuladen, sagen wir mir alle, aber eindeutig. Ah, gut, sag mal, du Sadist, dass du diese Frage überhaupt stellst. Alle biased, die wollen alle nur... Would walk 500 miles. Konsequenzen sind was für Erwachsene. Stimmt. Knut und ich, wir sind ja noch junge Jugendliche. Okay. Ich stehe wieder ganz ungünstig. Aber wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Ich glaube, diese Dolchwolke, also diese Wolke ist gar nicht schlecht. Oder? Ja, schon nicht schlecht. Okay. Was kann ich denn hier Großartiges machen? Habe ich nicht irgendeine Waffe, die gut ist gegen Untote? Ah! Das darf ich nicht vergessen. Das ist wie die eine anrülpsen. Okay. So, Karlach, du stellst dich jetzt mal dorthin. Und jetzt gibt's einen großartigen. Boah, nice. Angriff. Holy moly, das war gut. Heilige Guacamole. Und jetzt renn ich hier rüber. Extra Musik. Genau, und die kann immer alle schön abschlachten, ist gut. Vorne. Nice, diese ganzen dummen. Okay. Armbrustler. Nee, gut, dann ist der Zug beendet. Ja, geh ruhig auf meinen Gnomen, das ist mir egal. Okay, also soll ich jetzt diese Dunkelheit aufs Portal schmeißen? Falls sie davor sind, kann es halt sein, dass die ein paar Hiebe nicht treffen, weißt? Ich weiß nicht, müssen die nicht verdunkelt sein? Also, muss nee, das also nicht wenn quasi... Die, also wenn ich jetzt dieses Portal dunkel mache und dann die stehen jetzt wie vorhin davor, dann kann es sein, dass die halt verfehlen. Weil jeder, der da oben ist, sieht nichts. Also auch die mit den Schwertern. Oder weißt du, was ich meine? Ja. Muss aber nicht. Ich kann jetzt auch erstmal vielleicht die Dunkelwolke sogar hier hinten hin machen, wo diese blöden Leute gleich herkommen, weißt? Ja, das denke ich ist halt eher sinnvoller. Ja, okay. So, Kampfinstallation gibt's auf dich. Und den packe ich dann auch mal hier hin. Kann ich nämlich die Leute abschießen. So, jetzt ist die Frage, soll ich schon mal irgendwo diesen Schneesturm, der war doch gar nicht schlecht, da sind die doch alle ausgerutscht. Ja, geht den auch mal da vorne quasi, ja. Von wo die kommen. Oder ich warte und mache im Prinzip nachher diesen Eissturm. Lass einen Sturm aus Hagel und Eis auf dem Himmel niederkrachen, der den Boden bedeckt. Und alle Objekte in die Reichweite trifft, das finde ich fast besser. Das heißt, ich mache jetzt mal noch gar nichts. Ja. Und tu das drauf jieten, wenn es zu viel werden. Okay. On my way. Würde ich mal sagen. Dann kann ich ja vielleicht nochmal irgendwie. Wobei, die Dolchwolke kannst du auch vorher schon setzen, oder? Ja, ich glaube, wenn ich die setze, dann fehlt mir, glaube ich, wieder. Ich mache es einfach. Ja, streicht mal einfach mal eine Dolchwolke. Wo soll ich die hinpacken? Ich würde sagen, kann man pingen? Warte. Ich glaube, da so. Okay, jetzt kann ich halt den Schneesturm nicht mehr machen, aber it is what it is. Ach so. Ja, jetzt gerade nicht, aber nächsten Zug ja, oder? Nee. Aber ich kann trotzdem den anderen Schneesturm machen, wo die trotzdem alle auf die Schnauze fallen. Ja, okay. Das okay. Ist ja gegen die Humanoiden, das ist ja, ja sogar gut. So, jetzt kommen die nämlich aus dem Busch. Ich hasse die so sehr. Ja, ich werde die Karlach gleich mal da vorne hinschicken. Oh mein Gott. Weil die macht jetzt Folgendes. Die rennt jetzt da rein. Und dann gibt's nämlich aufs Maul. Ja. So, was mache ich hier? Erbe von Avernus, Sengde, niederstrecken. Nee, ist das, glaube ich, gar nicht sinnvoll. Die Raben müssen halt auch weg, ne? Weil die greifen jetzt gleich alle an. Aber davor komme ich, glaube ich, auch nochmal dran. Kann das sein? Ja. Das kann sein. Gut.
Wein- und Ölfässer sind auch voll gut. Dann schießt du drauf. Okay, jetzt gibt's aufs Maul. Boah, die halten voll hier aus. Ja, mehr kann ich gerade leider nicht machen. Aber ich glaube, ich stehe da trotzdem ganz gut. Warte mal, ich stelle mich noch ein bisschen weiter nach dort. Und dann kann der nämlich nicht auf das Tor schießen. Yes. Oh oh. Das ist okay, wenn die bei uns sind. Okay. So, ich würde jetzt mal mich um die Raben kümmern. Um die rechts oder um die direkt vor uns? Die. Ja, das ist gut. Dann kümmere ich mich um die anderen. Kann ich denn bitte noch mal irgendwen abschießen? Wieder nicht genügend Ressourcen. Das ist echt nervig. Sobald ich was schmeiß, kann ich gar nichts mehr. Gar nichts. Gar nichts. Aber gut. Okay, dann jetzt pass auf. Jetzt bin ich dann da. Dann mache ich nämlich, glaube ich, auch meine Dolchwolke. Ah, dass die Raben da durchfliegen. Soll ich Schneesturm machen? Oh, ich kann. Kann. Boah, das ist fett. Aber dann treffe ich halt Karlach. Ich warte mal noch damit. Das ist egal, Karlach kannst du ruhig treffen. Ja. Soll ich jetzt machen? Achso, du willst da den Schneesturm hinschmeißen? Ja, wo sonst? Ich würde eher zwischen die beiden Dingswolken, oder? Aber der macht halt auch gut Schaden, weißt? Achso, dann warte noch ab, oder? Dann ja, töte genau. Erstmal den, der direkt vor uns steht, vielleicht mit deinem normalen Geschoss, Spell oder ne? So. Oder mit Schlagen, ich weiß nicht, wie viel Schaden du machst. Nicht viel, ich mache Geschosse. Oder Hexenfall war das so gut. Das ist ein Nachteil, sagen die. Hm. Das ist gut. Mach mal, let's go. Okay. Tormentum. Mann. Hat überlebt. Hat ganz schön viel Leben. Todesalp heißt er. Okay. Nebelschritt. Okay, dann warte ich jetzt. So. Ah, schade. Die eine Wolke hat er gedodged. Bitte Doggies. Ja. Oh mein Gott. Okay, oh, die haben auch der, wieder. Die werden in der Dunkelwolke werden die halt auch unsichtbar, ne, für uns. Mm. Die steht so gut, die Wolke. Da hinten sind schon wieder zwei, ne? Die werden sich auch da rein begeben, das ist gut. So, und die gehen jetzt genau da durch. Ja, gut. Also da kann ich wirklich nichts mehr sagen, ne? Das ist halt taktisch leider outplayed. Ja, schlag ruhig auf Karlach, das ist mir doch egal. Mach direkt die Dinger weg vor dir, die zwei. Und du kannst. Die Armbrustschützen, ne? Ja. Ja. Wie viel Leben haben die denn noch? Der ist full life. Und die haben schon noch viel Leben, okay. Was kann ich denn machen? Sechs bis elf. Auch sechs bis elf. Der macht 8 bis 23. Fett. Und dann noch einen normalen hinterher. Nice. Okay. Die dead. Und ich glaube, auch ein Stück weiter rüber, da muss der andere nämlich auch durch die Wolke durchlaufen. Ja. Oder durch das Dings. Zug beenden. Okay, der greift uns an, ist sehr gut. Das heißt, dann kann Astarion den jetzt nämlich eigentlich fertig machen. Ja. Okay, wichtig. Nice. Und dann sollte man eigentlich den da hinten eigentlich auch noch. Oder abschießen. Nicht genügend Aktionen. Ich glaube, dem gebe ich einfach eine Armbrust. Ja, nice. Und noch eine. Ich habe wieder nicht genug. Okay. Kampfinspiration für Astarion auch. Geil. Und Zug beenden. Okay, kann von rechts kommen jetzt werfen. Auch welche, ne? Ja. Okay, jetzt habe ich wieder sie. Soll ich da hinten mal einfach die Eiswolke drauf knödeln, wenn ich es kann? Ja, jetzt auf die schon vorne stehen, kannst du die Eiswolke drauf machen, ja. Oder, warte mal, von uns hier oben sind auch noch Gegner, ne?
gerade gespawnt. Ich weiß nicht, wie wichtig die sind. Wo? Da, wo ich gepinkt habe gerade. Ach, zwei nur, ne? Ja. Ja, ich würde halt gern die Schwertdinger, weil die kommen jetzt natürlich alle durch, ne? Und die werden ja jetzt an der Wolke vorbeilatschen. Ich glaube, ich treffe aber Karlach leider. Das ist egal. Karlach ist noch full life. Und okay, die hat 136 Leben. Sehr stark. Das war erfrischend. Das hat richtig gut getan. Das hat richtig geklatscht. Das hat richtig geklatscht. Das war ein richtig cooler Move, Gnu. Okay, Trank der Geschwindigkeit. Oh, dann kann man drei Züge machen. Das mache ich. So, Pfeil der Linderung. Kann ich noch irgendwann da eins reinjieten? Den Bastard. Den Bastard. Dem gebe ich noch einen. Zack. Oh, geil, Mann. Yes. Er steht voll drinne. Oh, oh mein Gott. Kennt ihr auch an Karlach vorbei? Das ist so nice, ey. Ja. Jetzt ausgerutscht. Ui. Oh, geil. Bitte klippen. Herrlich. Ich lieb's. Das ist der Milch. Oh Mann, ey. Oh, ich lieb's. Vor allem, sie gehen da auch einfach durch, als wäre das so der Shit. Ja, die müssen wir jetzt halt wegbrezeln, ne? Die zwei Penner da. Ja. Aber gut, die machen eh erstmal uns fertig. Gut, dafür gibt's jetzt mal aufs Maul. Karlach macht jetzt erstmal ihr Licht. Und ich würde sagen, dafür gibt's einfach nochmal aufs Maul. Wieso kann ich immer nur einmal spießen? Du Spießer bist. Ah, super. Man kann jetzt mal gucken, was. So, was soll ich tun? Oh, sorry. Was gibt denn so? Dieser. Ich glaube, Karlach sollte springen, oder? Der Fall war doch immer gut bei denen. Yes. Gut. Okay. So, dann machen wir jetzt den Sprung, Karlach, habe ich auch gesagt hier. Kann ich sonst noch einen Drinky nehmen? Hier, Trank der Geschwindigkeit, dann habe ich noch einen Zug. Aber der ist jetzt eigentlich nicht so eine Gefahr, oder? Ich warte mal noch. Nicht. Gut. So, ich glaube, das stimmt, das sind Untote, ne? Die sind nicht gerade helle. Point. So, dann bleibe ich hier stehen. Okay, ja. Zug beenden von Karlach. Dann mache ich mit ihm die Wolke zurück. Und als nächstes gibt es dann eine Zerberstung. Genau dort. Nice. Und ich glaube, dann heile ich mich selber einfach. Wonderful. So, dann stelle ich mich nochmal ein bisschen vor das Portal, falls es noch was kommt. Zu beenden. Perfekt. Perfekt! Vor allem musste der das hier öffnen, das hätte er ja auch kurz vor der Kuppel machen können. Ja. Noch näher dran. Okay, da kommen jetzt die Arschis. Da, gut, dass die Karlach da ist. Eigentlich beide an Karlach vorbei eigentlich. Hätte ich gedacht, dass die ja, bei Runde 2 gehen die voll aufs Portal, glaube ich. Es war vorhin auch so, ja. Jetzt müssen wir die echt umbringen. Aber eine Dolchwolke sehe ich da. Brauchst du wahrscheinlich nicht mal. Ich kann die einfach wegstoßen, okay, vom Portal, perfekt. Wieder mit dem Move, den ich vorhin auch gemacht habe. Super. Ja, ich kann die alle wegstoßen. Geil. Hier erstmal hier auf meinen. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal den hier platt. So, zack. Geil. Bis auf der Geist sind dann alle weg. Und ah, den kann ich verprügeln, it. Oder? Nee, eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ich kann da aber bestimmt was machen. Soll ich den eine Dolchwolke drauf jagen oder vielleicht eher das Geschoss? Ich glaube. Warte mal, lass mich mal mit Karl noch draufschlagen. Oh, das war kein draufschlagen. Das war. Okay. Geil. Oh. Ja, dann haben wir jetzt keine Gegner mehr. Kann ich Zug beenden? Ja. Hammer. Nice. Yes! Oh, da ist er. Ich rede mal mit ihm. Er kommt zurück. It's done. I have him.
But something's wrong. Dreadfully wrong. No. It can't be. Der Tod ist ein Teil an einen sicheren Ort bringen. Schattenfluch ist stark wie eh und je. Euer Plan ist gescheitert. Nee, was sollen wir sagen? Wir müssen Fanny an einen sicheren Ort bringen erstmal. Yes. I'll bring him back to camp. He'll be safest with us. I need to examine him. I need to understand what's wrong. It's almost like something's missing from him. Come see us. Maybe seine Seele. Okay. Thoughts of baby names. She did not wish for her firstborn to be named after her mother-in-law. Sad. Dread. Okay, die haben alle nichts für uns, die Bitches. Die Bitches. Ja, Gold haben sie ein bisschen, ne? Das heißt, sind jetzt im Lager. Ja, der bringt den Bre jetzt, glaube ich, zurück zum Lager. Dann gehen wir mal zum Lager. Ja, ich guck noch die Freunde hier vorne alle. Die haben alle Gold und ich bin goldsüchtig. Witzig, da setzt sich sogar hin. Der Bre. So, dann komme ich jetzt auch zum Lager. Ja, dann rede ich mich mal mit Halsen. Daniel is resting. But it's no easy slumber. I discovered what's wrong with him. The shadows rendered him in two when they bore him away to the Shadowfell. Half of his essence remained here, amidst the curse. What stayed behind would have been the strongest part of him. But after all these years left in the darkness, corruption must have taken hold. Sag mir, wie ich helfen kann. It's both simple and not. We need to find Thaniel's missing half and make him whole again. Only the missing half may not come willingly. The curse will have sunk its tendrils deep, twisting Thaniel's essence into something else. Irgendwelche Ideen, wie diese Hälfte finden könnten. No matter how it's been twisted by the shadows, it is still part of Thaniel's essence. It will resemble him somehow and may show signs of his power. Look for signs of life in the darkness, wildflowers where everything else is dead. The curse cannot subdue the power Thaniel bears. Not entirely. In fact, okay. I saw just the sort before, not long after we first came within reach of the shadow curse. Fool that I am, I did not grasp their significance at the time. There is a ruin some way outside of Last Light. I caught a glimpse of fresh blooms there, but did not investigate further. I shall mark it upon your map. Gut, überlass mir das. This doesn't have to be your burden alone. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. If you want me, I'm yours. Against the curse, against the absolute, anything. Just say the word. Okay, bleib fürs Erste hier. I'll be ready. Geil. Kein Bock auf dich. Ja, Baldur's Gate ist ein Meisterwerk, absolut. Ich krieg so viele coole Shorts angezeigt und denk's mir immer wieder. Okay, dann sollen wir schlafen und gucken, ob die was sagen. Ja, und dann gehen wir weiter. Keiner Bock? So. Irgendwer Bock? Irgendwer Bock auf mich? Ich geh mal kurz Carla fragen, ob sie vielleicht an mir saugen will. Vielleicht gibt's sowas. Können wir saugen? Ich glaube, die will dir lieber eine Brennnessel geben. Soldier? Leider nein. Nee. Okay. Dann sind wir noch nicht weiter fortgeschritten. Und weißt du was? Heute wird nicht an mir gesaugt. Oha! Ich würde sagen, teilweise Rast. Wir müssen ja, wir haben schon. Ja, nee, heute wird nicht gesaugt. Heute ist. Okay. Du liegst, Carla liegt einfach neben dem Bett. Wir nehmen die andere Hälfte und schieben sie in unser Lager. Genau das. So, dann gehen wir mal Lager verlassen. Sollen wir dann mal dahin, wo wir vorhin wollten? Das Teufel. Ja, heißt, ich verkaufe kurz ein bisschen Values Kram. Genau, du musst auch nochmal mit dem Typen reden, steht da. Die Carla. Okay, ja, können wir machen.
Ain't my neck of the woods. Das ist immer noch nicht erledigt. Kann ich irgendwas abnehmen, ohne dass es mich was kostet? Oder das machen wir doch mal. Mich nicht erledigt? Zeig dir mal. Oh, der ist ja gar nicht mehr da. I should speak up. Nowhere safe from this damned Gegenstand erhalten, Vorratspaket. Ach, cool. Left. Okay, also ich verkaufe. Ich habe einen Goldbarren, den verkaufe ich auf jeden Fall. Mhm. Porträt einer Frau. Eine Flöte, die kann ich nicht verkaufen, das geht nicht. Wann machen wir eigentlich mal wieder ein Level up hier? Ja, das stimmt. Oh, ne? Gleich. Ja. Echt? Ja. Sind wir close? Das ist gleich, ist ein bisschen close. Wir sind so close, Mann. Oh. Let me do it for you. Let me do it for you. I'm gonna do it for you. Das hat gestern meine Frau hat's auch gesagt. Und dann wurde der Ding so lang. Nein, Spaß. Ich habe voll viele Rucksäcke in meinem Rucksack. Warum? Weil da teilweise Dinge drin sind in deinem Rucksack. Oh. I'm gonna do it for you. Okay. Na ja, gut, ich verkaufe mal etwas Samtiges Schwarzes. Schlafsack. Was habe ich hier noch? Hello. Haschbogengranate behalten wir lieber, wa? Then I'll see you tonight. You sweet, generous thing. Alles gut? Ah, mir wurde wieder mehr gesaugt. Mir ist ganz schwindelig. Oh nein. Hey, also, ne, ich verpflege den schon richtig gut. Ja, der saugende Brie. I did miss that face, you know. Hör auf mir zu reden, du hast schon mir gesaugt, reicht jetzt. So. Guck mal ganz kurz. Also, irgendwie sprich mit Damon. Lass Damon Zeit, eine Lösung finden. Damon hat Carlas Herz verbessert, aber reparieren konnte er es noch nicht. Wir sollten ihm Zeit geben und mehr infernalisches Eisen. Oh, aber ich habe noch mehr infernalisches Eisen. Vielleicht kann ich dir das irgendwie geben. Oder du redest einfach nochmal mit ihr. Ja, maybe. Das kann ich gleich machen. Guck gerade mal, aber ich habe keines. Aber wir haben mehreres eingesammelt. Das heißt, das müssen wir noch machen. Und dann haben wir noch Suche nach Thaniel. Das können wir noch machen. Bevor wir dann in die Richtung gehen zu den Inflitiere, die Türme. Da gehen wir dann nicht hin. Tieflinge, verborgener Schatz. Würde ich sagen, machen wir als nächstes Thaniel. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn Epic Kicks sie uns noch sagen könnte, wo wir noch nach unten können. Hier. There's more where that came from. Nur so halb mit das Tarn, aber noch nicht so endgültiges. Ja, also so ein Dude, ich glaube, da wirst du nicht glücklich mit. Das ist mir zu toxisch. Wir geben ja ständig nur. Ich krieg ja von dem gar nichts. Stimmt. Gell, ist wirklich so. Ich glaube, Carlach ist. Also, wenn ich jetzt von mir aus jemand von Baldur's Gate wirklich daten müsste, so vom Charakter her, wäre es auf jeden Fall, glaube ich, Gale. Würdest du sagen, ich finde es ein bisschen Gale? Ich finde ihn Gale, ja. Der ist, glaube ich, sehr ehrlich, eine ehrliche Seele. Halsin fand ich wegen einer gewissen Szene ein bisschen eklig, deswegen nicht mehr, aber so vom Charakter ganz nett, aber das offene Beziehung-Ding ist nicht meins. Will finde ich auch cool. Und Carlach. Mhm. Ich glaube auch Shadowheart. Ist auch nice. Was Darion ist richtig cute, wenn man mit ihm in einer Beziehung ist. Ja, das schon, aber was du alles tun musst, bis er es mal ist. Er ändert sich ja auch charakterlich, deswegen ist er dann schon auch cool, aber es ist mir gerade einfach zu einseitig hier. Krass, die hat hier voll viele gute Anzüge und sowas, Waffen. Füge dann in der Rüstungsphase deinen kompletten Geschicklichkeitsmodifikator hinzu. Außerdem bewirke diese Rüstung keinen Nachteil bei Heimlichkeitstributswürfen. Das ist doch voll gut für Astarion, oder? Ja. Maybe you can buy it and give it to me. I'll buy it and I give it to you. Straight up. Ich pack's direkt in dein Inventar. Carlach ist ein richtiger Sonnenschein, immer gut gelaunt, voll. Odenex sagt, du kriegst von Astarion etwas, sobald eins oder zwei Konditionen bei Akt 2 erfüllst. Meine Ohren sind groß. Ich zieh das mit Astarion durch, ja. Weil in meinem privaten Speicher will der nichts von mir wissen, ne? Warum sind denn meine... Achso, ich sehe das alles nicht. Das ist so weird, dass es mir nicht angezeigt wird. Es also ist, Astarion es ist hast du es eingepackt. Es ist viel besser, mit Dings zu spielen. Mit Maus und Tastatur.
Ja, finde ich auch. Außer das Kämpfen. Welche hast du mir geschickt? Die Yuan Schuppenpanzer. Ja. Aber da steht im Umgang mit mittlerer Rüstung auch ungeübt. Ah, das ist blöd. Aber ich behalte sie trotzdem mal und gucke, dass ich jetzt beim nächsten Upgrade, was ja gleich passieren wird, die Attribute erlerne. Mhm. Dann haben wir das. Dann kann ich das auch tragen. Wollen wir mal weitergehen? Ja. So, ich bin fertig. Wie gehe ich jetzt hier aus dem Handel raus? So. Ja. Okay, dann würde ich sagen... Follow me! Follow me! Aber müssen wir nicht noch mit Dings reden jetzt? Ah doch, genau, stimmt. Mach das mal. Let me cheat. Let me do it for you. Nari, das habe ich dann, glaube ich, nicht gelesen, den Tipp mit Astarion. Gerne mal raushauen. So voll vorwurfsvoll. Habe ich dir nicht vorhin schon einen Tipp wegen Astarion gegeben? Well, two things. Good news and. Okay, lass die gute zuerst mal raus mit der schlechten Kunde. Ja. Nee, was wollt ihr zuerst hören, Kalach? The good news, obviously. Okay. Oh, I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlik to touch people. Exactly. Oh. Oh my God. It's really happening. It's been so long. So come on, let's get this show on the road. We need to find that iron. Hang on. I think you'll want to hear the bad news too. Okay. It'll keep. I have infernal iron to find. Karlak, believe me, this isn't something you should... Let's move! At least let me show you where to look. Uh-oh. I'm not sure the infernal iron will still be there, but I can show you a few places of interest. Okay. Okay, okay. Dann zeig uns doch mal. Ist wahrscheinlich auf der Karte, ne? Ja, Karlak, wir reden mit dir. Okay. Karlak, red mit mir, girl. Girl, you know it's true. Hear that? All I need is a second bit of infernal metal and I'm cured. This is so exciting. Ach so, okay, das habe ich schon gemacht, Navi. Machen wir Trap City oder was machen wir für den Track? Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal ihr Eisen. Wo hat das dann eingetragen? Das Teufelsherz. Finde noch mehr infernales Eisen. Dann müssen wir wieder zu dem Spot, wo wir schon waren. Ah, hier. Ja, perfekt. Dann lass Gibt's mal... Gibt's da einen Teleport? Das große Mausoleum, oder? Da gehen wir hin. Ja. Und danach können wir den Boy holen. Warum bin ich jetzt nicht... Wo bin ich denn? Oh, ich bin da nicht hinteleportiert. Warte mal, das war ja dämlich. So, jetzt. Ich habe, glaube ich, auf dich doppelklick gemacht. Deswegen bin ich dann auf dich gezoomt einfach. Oh. Du hast mich einfach gedoppelklickt. Ich finde die Musik geil, ich finde alles geil an dem Spiel. Ich mag die Musik, ist geil, ist einfach geil. Sorry, was soll ich sagen? Bräh. Bratan. Ja, hier waren wir ja schon drinnen, ne? Ja, das wir müssen ja nur das. Wieder darüber irgendwie. Das würde ich machen, indem wir jetzt hier vorgehen. Und dann auch den einen Raum hier direkt mitnehmen. Den was? Den Raum hier vorne direkt mitnehmen, indem wir jetzt einmal hier abbiegen. Let's see. Oh, falsche Tür, sorry. Ich wollte da lang. Da ist ein Gegner. Oh, sollen wir die töten? Ja. Okay, aber wir dürfen unsere Mission nicht vergessen. Sollen wir die hinterhältig angreifen? Don't touch me. Wie hockt man sich denn hin? Warte mal, allgemein. So. Warte. Das Sinnvoll. War nicht hinterhältig! Ja, da war noch ein unsichtbarer. Nice. Lebensentzug, das finde ich nicht in Ordnung. I'm gonna do it for you. I'm gonna kill them for you! Call me. Jetzt sowas kann mir echt Freude machen, ne? Scheiße, ich habe auf mein Mikrofon Erdnussbutter geklebt, aus Versehen. Ah, Mensch. Nee, wir machen nicht die Donnerwoge. Die Donnerwoge. Hm. Ich hätte es echt gerne, dass ich das wieder alles sehe.
schöne Wolkendolche. Danke. Okay, jetzt sind die beiden dran. Und danach bin ich dran. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht, verdammt. Damn it! Dafür schlitze ich dich auf. Gut, ja, gut, Knut. Ja! Ja! So, der wird dich jetzt dran teleportieren. In die Dolchwolke. Oh ja, sehr gut. Ah, nee, auch nicht. Was macht er denn jetzt? Stärkeentzug? Das finde ich nicht in Ordnung. Weißt du was? Nee, das geht nicht auf die. Voll ist die Dolchwolke. Eine Stinkwolke. Ja! Die erbrechen jetzt alle. Da sagt jemand, Gale ist eher etwas für Personen, die total in einer Beziehung aufgehen können und dann nur noch ihren Partner sehen. Ich könnte das nicht. Ach süß, sie diskutieren über die Beziehung. Wenn du was dran connecten willst, ab hier nur schauen, wen interessiert, Interesse besteht. Entweder mit ausgezeichneter Beziehung in die Türme und dann schlafen oder die Mission mit Raphael erfüllen. Okay, das machen wir auf jeden Fall mit Raphael. Raffaello. Oh nee, jetzt bin ich auch erbrechend. Das ist doch blöd. Geil. Johnson. 1700 Stunden Baldur's Gate. Immer nur Karlach und Shadow hat geromanced. Krass. Wir haben richtige Suchtbeutel hier, ne? Voll. Oh, die rennen dann wieder durch. Ist das schön. Ich hätte nicht in die Stinkwolke reinrennen sollen mit Karlach. Bin ich ehrlich. Ich will mal was probieren, wie das so ist hier. Oh. Das war stark. Ja, aber jetzt ist er ja nah dran und kann zwar Absicht, jetzt kann er den nämlich bekämpfen. Wirklich? Hättest also nicht auch ich einfach hinlaufen auch können? Weißt du, schauen hier solche Profis zu und schauen sich so eine Scheiße an. So, ich hab Astarion dahin geworfen. Wie er da steht. Okay, dafür gibt's jetzt aufs Maul. Mann, ich wollte angreifen, verdammte Scheiße. Aber es geht auch so. Okay, jetzt hab ich wieder nicht genug Aktion, Mann. I hate it. Boah. Okay, Astarion müsste mir in Akt 2 also die Liebe gestehen. Kriegen wir hin. Ich bin jetzt rasend. What are you doing? Geh weg von mir. Nee, jetzt wird ausgeraset. Komm, noch ein. Einfach noch ein Schlag. Wallhaus. Komm, noch ein. Nee, okay, noch einen habe ich nicht. Okay. Aber weißt du, was der jetzt macht? Der schießt jetzt mit dem Pfeil da drauf. Yay! 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 Und dann schieße ich noch einen Pfeil da hinten hin. Yay! Bane. Pain auch ein bisschen. Okay, zu Bane. Ja. Ja! Okay. Ach, herrlich. Lass mal einen anderen Wolke Weg gehen. Auflösen. Oh, wir sind aufgestiegen. Levelaufstieg. Oh, geil. Dann können wir wieder leveln. Ja. Hier, ich Stufenaufstieg. Loote. Let's go. Kannst du... Okay. Ich gehe auch in den Stufenaufstieg. Wie macht man das hier? Da. Gut, dann bis gleich. Ja. Machst du bei dir auch Mikro an? Was ist, hörst du mich? Weil ich kann nicht hochtappen, sonst haut's mein Spiel raus. Achso, ja, dann mache ich alles aus. Yeah. Und wenn ich fertig bin, dann bin ich wieder da. Okay. Gut, dann lass uns mal schauen. Entscheidung ausstehend. Zauber erhalten, Klassenmerkmale. So, Leute, welchen Zauber? Da gibt's ja, glaube ich, schon coole. Verbannen. Verbanne dein Ziel vorübergehend auf eine andere Existenzebene. Feuerwand ist geil. Oder Blitz, auch, glaube ich, übel gut. Für 3 Blitz. Tier beherrschen. Mächtige Unsichtbarkeit. Lass eine Kreatur unsichtbar werden. Angriffe gegen sie im Nachteil. Ihre eigenen Angriffe sind im Vorteil. Verwandlung. Verwandle eine Kreatur in ein harmloses Schaf. Funktioniert das bei allen?
Steinhaut. Kann ich alle in ein Schaf verwandeln? Plage. Pflanzen erleiden durch diesen Zauber maximalen Schaden und sind bei ihren Rettungswürfen im Gegennachteil. Also ich hätte jetzt gesagt Blitz oder Feuerwand, aber die Frage ist halt, ob nicht sowas wie Schafi ganz lustig ist. Ach, wenn du mir die Liebe nicht geschält, kann ich Akt 3 nicht romancen. Ach, so eine Diva. Also ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Das mit gegen Pflanzen finde ich doof. Ich würde wenn jetzt sagen Feuerwand, Blitz oder Schafi. Aber eigentlich würde ich fast sagen Blitz, weil die Feuerwand braucht wieder so viel. Ich finde, die Feuerwand braucht dann wieder so viele Punkte. Ich würde jetzt erstmal Blitz nehmen und vielleicht können wir gleich... Oh, aber das Eismesser ist auch geil. Nein, ist nicht. Okay, und dann bin ich damit cool. Zauber ersetzen. Raus, rein. Ändern. Und dann kann ich doch die Feuerwand jetzt hier eh reinmachen. Langsam. Jetzt kann ich die Feuerwand eh reinmachen. Oder Schafi. Okay. Und jetzt Feuerwand, ne? Bestätigen. Ja. Talent? Ah. Talent, genau. Vielleicht wäre mal mittlere Rüstung gar nicht schlecht. Es ist so viel übersichtlicher jetzt. Scharfschütze. Ist eigentlich auch nicht schlecht, weil ich oft Fernkampf mache. Also wenn ich was mache, mache ich ja Fernkampf. Ich glaube, das fände ich gar nicht schlecht. Also so ist halt mein Kampfstil. Ich mache meine Spells und gehe danach halt rein mit Scharfschütze. Oder sagt ihr hier irgendwie was mit Magier oder Zauberer? Ich bin ja Zauberer. Vielleicht das hier. Erlerne zwei Zaubertricks in einem Zauber des ersten Grades aus der Zauberer-Zauberliste. Zauberer-Zauberliste. Du kannst den Zauber des ersten Grades einmal pro lange Rast wirken. Blitzpuls Wasser ist strong, aber total nervig, wenn deine Verbündeten reinlaufen, das glaube ich. Oder leicht gerüstet, wäre auch nicht schlecht. Dann kann ich wenigstens leichte Rüstung mal tragen. Ich mach mal, glaube ich. Stangenmeister, Unterhalter, zäh. Ist das nicht besser zu mixen? Meister schwerer Waffen. Ja, eigentlich schon. Wir spielen jetzt noch auf leicht. Weil wir sind ja Noobs. Vielleicht. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich gehe einfach mal auf... Ich weiß nicht, ob ich auch eine bessere Rüstung haben möchte. Na, ich gehe jetzt auf Scharfschütze. Ist schon nicht schlecht. Deine Fernkampfangriffe haben keinen Malus durch Regeln bei erhöhter Position mehr. Fernangriffe mit Waffen, in deren Umgang du geübt bist, haben einen Malus von minus 5 auf ihren Angriffswurf, bewirken aber zusätzlich 10 mehr Schaden. Du kannst diese Option ein- und ausschalten. Rüstung muss man aufpassen. Metall darf nicht dran sein. Stimmt. Nee, ich spiele es gerade privat, bin ich schon in Akt 3, aber ich wollte es nochmal mit Papo in Ruhe durchspielen. Ich habe so viel gelernt durch euch. Bei starken Gegnern gelingt bei solchen Zaubern wie Scharf meist ein Rettungswurf. Scharfschütze lohnt sich nur, wenn du auch eine geschickbasierte Klasse hast. Ja, deswegen sagen die das hier wahrscheinlich gerade, ne? Sonst vielleicht einfach mal leicht gerüstet, weil dann bleibt mir wenigstens so ein bisschen mehr, weißt? Leicht gerüstet ist ja eigentlich schon ganz okay. Oder wir machen halt dieses Zauberer-Ding. Zauberer, Zauberer. Ich würde sonst mit leichter gehen. Da kann ich wenigstens etwas tragen. Was soll ich mir elementar adept? Ah, cool. Da kann ich eine... Oh, ja, das ist geil. Da kann ich nämlich eine verbessern. Deine Zauber und Angriffe ignorieren Resistenz gegen die gewählte Schadensart. Wenn du Zauber dieser Schadensart wirkst, kannst du außerdem keine würfeln. Also heißt es, dass ich dagegen keinen Schaden nehme. Was ist denn am meisten gemacht? Kälte, Feuer, Blitz, Schall? Oder du steigerst Attribute. Wo kann ich das machen? Attributen verbessern. Ja, oder? Nee.
Ah, cool, die Zauber gehen immer durch. Boah, dann würde ich sagen Feuer, weil wir haben ja die Feuerwahl. Oder der Blitz. Blitz ist eigentlich schon geil. Blitz haben wir jetzt halt nochmal diesen, das hier geholt. Den Schaden. Wenn der geil reinkickt, würde ich sagen Blitz. Weil dann mit Wasser kombiniert, wird's wehtun. Das sind beides Grund für ein Breakup bei Astarion. Was genau? Ich glaube, ah ja, das mit dem Drow, ja, ja, ja. Ich kann jetzt ja offen drüber reden, Papo ist ja nicht da. Neues Talent hinzufügen, so, Astarion. Zweihandwaffe. Jetzt wäre halt die Frage, ob wir die Rüstung machen oder auch hier was anderes. Widerstandsfähigkeit, Gewölbeforscher. Mittelmäßig gerüstet, das wollten wir doch, mittlere Rüstung. Oder er ist ein Waffenmeister. Weil der haut ja schon immer drauf bei mir. Papo ist gerade gestummt. Der macht gerade auch seine Skills. Wenn du einen Nahkampfangriff, einen kritischen Treffer erzielst oder eine Kreatur tötest, kannst du in diesem Zug einen weiteren Nahkampfangriff als Boni ausführen. Oh, das ist geil. Aber schwere Waffen, ne? Aber das ist schon geil. Schurke nach Stufe 3 lohnt nicht. Würde auf Krieger oder andere Klassen gehen. Okay. Das heißt... Wo kann ich denn das wechseln? We back! Okay, ich hab's auch gleich. Ich überleg gerade nur wegen Astarion. Ja, same, 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 same. Hexenmeister, Druide, Magier... Kampfkunst. Mindestens 5 Stufen Krieger oder Ranger 5 für Attack. Wo ist denn Krieger? Das weiß ich nicht. Hilfe. Kampfkunst. Oder wie wechsle ich das? Schurke lohnt nicht, der kann den besten Kampf raushauen. Wieso bin ich eigentlich Meister schwerer Waffen und nicht mittlerer? Das ist ja total unlogisch. Meister der mittleren schweren Rüstung. Ach, es ist noch gesperrt. Der Assassine haut übel Damage raus. Drück nochmal Escape. Ach so, hier kann ich das wechseln, oder? Neues Talent. Die Attack wird später richtig heftig bei... Ja, also was soll ich jetzt wählen? Meister der Kampfkunst eigentlich, oder? Das, was ich vorhin gesehen habe, war geil, weil da kann ich nämlich draufhauen, Papo, und krieg eigentlich noch einen Zusatzschlag, wenn ich gut gehittet habe. Das klingt gut. Was war denn das nochmal? Das war Waffenmeister, glaube ich. Hier, Meister der schweren Waffen war das, glaube ich. Ich gehe jetzt damit. Wenn hier keiner was sagt. Hier kann ich nichts einpacken. Hört auf, mich zu streiten! Geht da, genau, geht nur mit schweren Waffen. Ist ja nicht schlimm, das können wir noch ändern. Habe ich denn hier gute schwere Waffen? Hast du schwere Waffen für mich? Papo? Ob ich schwere Waffen für dich habe? Ja, ich hätte die Axt des Vertilgers. Schick mir die mal. An Astarion? Ja. Dass wir einfach so ein bisschen gucken, dass wir... Und ich habe noch ein Gianti-Großschwert, aber ich glaube, die sind scheiße. Kann ich actually fallen lassen. Also ich kann es dir rüberbringen, rübergeben, aber ich glaube, das brauchst du selber auch nicht. Aha. Probieren wir es einfach mal. So.
Okay, I'm ready. Dann lass uns mal hier zurückgehen. Ich merke gerade, ich muss hier noch so ein paar Sachen aufmachen. Oha, hier ist ja noch voll viel Zeug drin. Okay, ich habe jetzt auch meinen Helm gewechselt. Ich bin aber nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Was macht arkane Sinnesschärfe? Wahrscheinlich arkane Kunde entdecken. Ah, okay, na gut. Dann packen wir den mal wieder rauf, I guess. Und jetzt bin ich nur noch bei der Rüstung am Überlegen. Ob ich vielleicht auf die gehen sollte, weil die Feuerschaden blockt und ich bekomme weniger Stichschaden. Meine jetzige Macht nur bewirkt 1 bis 4 nekrotischer Schaden bei Angreifern, die den Träger mit Nahkampfangriffen treffen, solange er von Schaden verschleiert ist. Von Schatten verschleiert ist. Okay, das ist ja auch sehr... Ja, okay, dann ist die schon besser. Ich habe gerade ein Gespräch. Jo, ich komm rein. Warum behandelt ihr eine Leiche? Wie ich sehe, habt ihr medizinische Vorräte, könnt ihr was abgeben. Not dead. Merely medicated. To ease the pain. Wo bist du denn gerade? Fingerfertigkeit täuschen. Ich bin auf die andere Seite weiter, die Leiche leicht anstupsen. Oder toll, wie ich sehe, schläft der Patient friedlich. Ich denke, eure Arbeit ist getan. Ich bin da, wo sehe ich denn hier, ob ich gut bin im Täuschen oder nicht? Help! Kannst du unten die Dings drücken? Dialogverlauf? Nee. Charakterauswahl. Das müsste mir... Ah, hier, ich sehe es. Okay, Täuschen kannst ist gut. Kannst du rechts drauf machen, oder? Okay. Täuschen ist super. Super! Okay, let's go. Ja! Das war ja knapp. Jazzi! Yes! Yes! I knew these hands would not fail me. The patient is sure to recover. Bin ich nicht sicher. Da es jetzt geklärt ist. Gib mir Vorräte. Now, but you're welcome to look. Achso, du kannst es mit der handeln. Ich kann das einfach alles nehmen, wenn ich will. Ich nehme die Wurst. Die gibt mir jetzt einfach alles, oder? Ah, nee. Doch nicht. Ich dachte, das wäre for free. Trank des Fliegens? Ja. Nee, die hatten nur Scheiße. If you'll excuse me, da unten geht's ins Leichenhaus. I've got to tend to my patient. Ich muss gerade lachen wegen der Nachricht von Cozy Bear Mal zu Neutron vorzeitige Eiersuche im Baldur's Gate. Ich dachte gerade, Eiersuche ist auf mich bezogen. Der Frauenarzt hat gestern bei mir Eiersuche gemacht. Wie der Osterhase. Oh, oh mein Gott. Komm mal her. Ich bin auf dem Weg. Ich bin so krass auf dem Weg gerade. Oh. So. Das Lied, das Was Lied. Los? Muss ich hier auch auf die Spur drücken wahrscheinlich, ne? Oh, schön. Ja. Ja. Mhm. Gnu und Papo. Baldur's Gate 3. Yo. Baldur's Gate 3 ist ein gutes Game. Weil wir so viel spielen. So, die gehört jetzt mir. Jetzt bin ich überladen. Wird das Game sehr fame. Spieluhr. Wird, also irgendwas ist doch mit der Spieluhr, oder? Gnu, fang. Nein. Nein. Just keep going. Leave me alone! Wieso habe ich so eine komische Obenansicht jetzt? Weiß ich nicht, ich hab dir den Ball zugeworfen. Hä? Mom? Hey, redet jemand mit uns? Ach, da ist doch das Kind. Arabella ist hier. Wo ist ein Kind? Ich habe keine Ahnung, aber warum ist meine Ansicht so doof? If everyone else minds their business, I'll be fine. Ich weiß es nicht. Hä? Kannst du nicht runterzoomen? Nee. Warte mal. Keeping my head down. Mach mal Doppelklick auf deinen Charakter. Hab ich. Hilfe. 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 Kuh. Nee, geht nicht. Ach, ich will gut, das so nicht. Stinkt. Oh. Oh, danke. Oh. Also. Oh. Sag mal, du. Oh. 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 Schleich mich hier so übers Dach.
weil ich da hin will. Da war doch gerade in meiner Obenansicht ein kleines Girl. Aber warum ich schleiche, weiß ich auch nicht. Hör auf. So, jetzt. Unterspringen. Schmerz. Obwohl ich glaube, es ist gar nicht so 44 Schaden. Oh, ich habe mir irgendwas gebrochen, glaube ich. Was? Ah, können wir da nicht lang jumpen? Papo, das geht doch. Na, ich bin vom Dach gesprungen. Ich habe 44 Schaden genommen beim Runterspringen. So, mit der kommt's an. Verdammt. Ich bin im Gespräch. Okay, ich komm rein. Hey! I know you! You're... Twistimer! Oh oh! Ui, 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 ui. Die müssen wir kaputt machen. Ja, ich glaube, das macht die schon. Oha! It's you! Our little idle thief from the Druid's Grove. Sorry. It knocks the wind right out of me. Mhm. Ich wäre beeindruckt. Keine Beschwörung beeindrucken. Die Magie kam aus deinem Inneren. Ich wäre beeindruckter, wenn ich sie getötet hätte. Was machst du hier? Ist gefährlich. Well, there was an ambush. Mom yelled, run! So we ran. I could hear him run behind me. Till I couldn't. Still can't find him. But I bet you can. You'll help me, I just know it. Wir töten sie jetzt. Ich finde... Was machst du? Ich finde deine Eltern schon. Kannst dich darauf verlassen. Wie viel Gold bekomme ich dafür? Ich denke drüber nach. Ich habe mit diesen Kultisten alle Hände voll zu tun. Ja, wir sind immer nett. Thanks, Miss. I knew you'd help me again. The vines won't last forever. I don't suppose I can stay with you. Just till you find Mom and Pops. I won't be any trouble, I swear. Hey, ich dachte, sind die tot? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Natürlich kannst du in meinem Lager bleiben. Oh, thanks. You're the best. So you send Mom and Pops there. I'll be waiting, Hero Lady. Hero Lady. So, jetzt können wir nämlich hier lang und dann können wir das Eisen. Ich mach die jetzt noch kurz kaputt, ne? Parpadelle, what are you doing? Ja, die stehen ja hier so rum. Wir machen die jetzt fertig. Okay. Boah, du hast eine richtig gute Axt jetzt. Ich hab richtig gut getroffen gerade. Krass, Mann, wow. Ach, der ist aber auch nicht gut dabei. Die sind einfach beide am Arsch. Pfeil. Ich schlag den jetzt. Noch ein Pfeil. Karlach. Mach fertig. Ja! Super. Karlach hat fertig. Karlach hat fertig gespielt. So. Hier lang. Ja. Also, wir brauchen mehr Eisen, ja? Ja. Mehr Karlach-Eisen. Oh, ja. Nein, ich will nicht mit dir sprechen, Karlach. Ich möchte das Eisen suchen. Ich glaube, hier müssen wir wieder zusammenbleiben, ne? Ich glaube auch. Ich springe runter. Jetzt sind weiter. Ja, das dauert immer zu lange, die Animation, weißt du? So, hier muss irgendwo das Eisen sein. Aber heute ist nicht letztens hier hinten geholt. Also muss hier noch irgendwo hast was letztens geholt, rumliegen, ne? Auf den, in dem Radius hier. Wie macht man hier so Radiussuche, was man so alles anklicken kann? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Muss schon irgendwie gehen, oder? I'm not sure. Also es liegt ja wahrscheinlich hier irgendwo auf diesen Dingern hier drauf. Oder vielleicht wirklich da unten. Weiß der Chat das nicht, wie man das, ob man das irgendwie machen kann? Bei mir weiß es, glaube ich, keiner. Weiß es jemand, die kleinen Stinkies? Ihr kleinen Stinkies. Was war noch mal im Keller hier unten? Da war diese Falle. Da waren wir doch drin, diese Diebesfalle. Okay. Aber irgendwo muss es hier sein. Vielleicht hier vorne irgendwo. Oder hier? Hm.
Ja, es gibt auch mit Controller gibt es ja diese Taste, wo du gucken kannst, was du so im Umfeld anklicken kannst. Dann ist es halt ein bisschen einfach rauszufinden, ob man was findet. Genau, da hatten wir dieses X gedrückt und dann haben wir ganz weit im Radius gucken können. Vielleicht ist es aber auch oben einfach. Ich gehe das mal hoch. Escape. Escape glaube ich nicht. Vielleicht ist es wirklich oben. Kannst halt übel cheaten, ne? Oder hier irgendwo. What's in here? Hm. Da steht auf jeden Fall, finde noch mehr infernalisches Eisen. Ich guck mal im Keller, vielleicht ist da ja noch was. Ja. Ich komm mal mit. Maybe I need more pockets. What to do? I have a lot on my mind. And, well, in it. Was soll das sonst liegen? Es war schon sehr auffällig. Weiß es jemand von euch? Ich glaube, mit Alt sieht man alle Gegenstände um sich. Ah, okay. Schattenreste. Okay, da sieht man wirklich alles, was man aufheben kann. Also Alt, ne? Ja, mit Alt. Mondaufgang-Diagramm, Schattenreste, Geige. Auch nicht schlecht. Es gibt einen Kopf, den ich aufheben kann. Noch eine schwere Truhen drin. Okay. Hm. Okay, aber Alt hilft schon mal. Danke, Chat. Das ist sehr hilfreich. Silberteller. Die kann man natürlich auch teuer verkaufen, aber goldene Truhe, die haben wir auch schon leer gelootet. Ich bin mal gespannt, was die negative Nachricht ist wegen Karlach, weil die wollte sie ja nicht hören. Ja, die hat sie nicht mehr aussprechen lassen, ne? Okay, Keller scheint nichts zu sein. Wir brauchen halt die zweite Fuhre. Oder ist die zweite Fuhre weg, weil wir jetzt das Dings gebaut haben, weil wir die Rüstung gecraftet haben? Nee, das habe ich ja nicht damit gemacht. Achso. Sicher? Mhm. Gut, dann hier gibt es auf keinen Fall keine mehr. Dann können wir zu Haus im tiefen Schatten gehen. Zu Haus im tiefen Schatten. Dann gehen wir am besten nochmal zum Gasthaus und laufen dann hin. Ja, machen wir so. Sorry, wenn ich den Apfel gerade so fresse, ich habe Hunger. Ja, ich habe auch Hunger. Bin ich ehrlich. Ja, Hunger. Ich habe Hunger, Mann. Ist eigentlich schon übel, dass wir Menschen eigentlich jeden Tag tanken müssen, ne? Ja, ist schon auch teuer. Alles. Oh. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Naja, wird schon passen. Was soll's? Oh, hier ist ein Gegner rechts. Au. Au. Karla. Barbarisch. Nicht genügend. Wie viel Eisen wir in Akt 1 gefunden haben, da gibt es natürlich auch 4. What? Ach so. Oh, der da hinten sieht gefährlich aus. Mhm. Da habe ich auf jeden Fall 5 Schaden dran gemacht. Ich probiere mal jetzt den erst. Taumelnd. Okay. Habe ich noch irgendwas Cooles, was ich machen kann? Ich glaube nicht.
Dann ist Kala fertig mit ihrem Zug. Ui, das ist aber... Das ist viel Schaden. Warte mal, warum... Oh, weil wir überrascht wurden. Ja. Skippen wir. Hm. Verdauungssäfte, das klingt gut. Jetzt geht's halt richtig aufs Maul, ne? Ja, wir haben auch lange nicht gespeichert. Ja. Haben wir keine Angst. Ich würde sagen, wir zerstören die jetzt einfach. Ah, das Spiel speichert ja auch automatisch in manchen Passagen. Ja. Ah, bald. Aber Sion Quest könnt ihr doch ein infernalisches bekommen. Sehr gut. Ich dachte eigentlich, wir haben voll viel eingesammelt. Es wurde uns auch voll viel angezeigt. Don't get it. Zauberwirken blockiert. Okay, warum aber? 4 Stück? Die haben wir doch nicht alle geholt. Oder brauchen wir jedes Mal 4, um ihr zu helfen? Na, no, danke, ihr Süßis. Oh, ihr kleinen, süßen Mäuschen. Du dieses Jahr auf der Gamescom? Ich bin dieses Jahr auf der Gamescom, klar. Geil. Okay, Blut. Ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal ordentlich reinhieten. Und zwar an den Großen direkt, ja. Oder? Erstmal die Kleinen. Hm, ich glaube, die Kleinen machen halt schon auch viel Schaden. Es sind so viele. Mach erstmal die Kleinen weg. Ja. Ja. Okay. Ja, Karlach könnte jetzt hier ordentlich aufs Maul bekommen. Okay, okay, jetzt gibt es erstmal das große Schaden machen, glaube ich, gibt es jetzt erstmal. Ja. Da würde jetzt eine ordentliche Zerberstung gesetzt, oder? Soll ich so allgemeines Brennfeuer machen? Allgemeines Brennfeuer? Ja. Was bedeutet das? Dass man die da hinten einfach mal flamed. Achso, da würde ich eine Zerberstung reinsetzen. Du kannst ja gucken, wie viel die noch dann haben. Ich glaube, dass die trotzdem noch leben werden. Ja, wahrscheinlich. Oh, holy shit, was passiert denn da? Ich habe die zerberstet. Ja, aber du hast sie richtig zerberstet. Mann, ich bin auch ein zerberstender Bree. Okay, jetzt bin ich dran. Okay, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. So, lass mal gucken. Blitz. Ja, ich glaube, den hiete ich mal da rein, hier so in die Richtung. Ich pfeife wieder eine Melodie. Das hat irgendwie derart Affinität. Ich war zu weit weg, ne? Oh mein Gott, das ist so dumm. Das macht mich gerade einfach psychisch fertig. Hier nochmal ein Stück. Das können zurück, die doch aber, ne? Auch hinschreiben, Mann. Aua. Das war noch in Reichweite, okay. Ich beende meinen Zug. Karla macht das halt komplett alleine. Boah, der ist halt schon ultra low, ne? Der alte Baum. Ah, ich würde sagen, gleich machen wir mal eine kleine Rast, oder? Ja. Okay, Karlach. Ich glaube, du nimmst jetzt erstmal den Großen auseinander. Mhm. Dann nimmst du den auseinander. Mhm. Und das reicht ja auch schon, ne? Ja, finde ich gut. Dann würde ich sagen, gehe ich noch hier hin. Ich glaube, mehr kann ich nicht. Ah, Verschwendung von Zaubern, aber wenn man die anklickt, sollte es stehen. Ich guck gleich mal. So, lass mal Loki Loki hier. Loki Loki. Immobil. Achso, ich kann mich nicht bewegen. Oh, oh. No. Immobilien-Scout. Kann ich da 26. irgendwie raus hier? Ich sehe den nicht mal, weil er hier drin steht. Ich gebe jetzt einen Pfeil auf. Ja, auf. Immerhin. Auf wen schieße ich denn? Ich glaube auf den da, ne? So, jetzt würde ich aber gerne mal meinen neuen Blitzi ausprobieren. Das kann ich gar nicht mehr. Das muss ein Ausdruck sein.
Oh, damn it. Fall des Blitzes. Oh, damit kann ich leben. I can live with that. I can live with that. Ja, bitte was zum Mittagessen vorbeischicken, Leute. Wir haben Hunger. Ja, wirklich. Wenn du jetzt was zaubern könntest, was würdest du wollen? Eine Dolchwolke. Spaß. Natürlich was von meinem Partner Löwen an. Da kam kurz der Influencer raus. Klar. Ich habe dich mal Kampf inspiriert und mehr mache ich da noch nicht. Wenn ich mir jetzt was zaubern könnte. Ja. Was war das gerade? Ich habe keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall geplatzt. Es ist nur noch einer am Leben. Oh ja. Ja, dann gehe ich doch mal rein. Wird dich so erschlagen. Yay. Eisenholzknüppel. Schattenwurzsack. Klingt auch gut. Dann lass mal rasten, oder? Ja, klar. Komm her. Eine kleine Rast, oder? Hier so eine Mini-Rast. Ah, ja. Nochmal. Und dann kann ich noch... Vorsicht, Dolchwolke. Hier muss jetzt irgendwas Besonderes sein, oder? Ei schon. Schwarzer Oleander. Ein Buch. Eine Flasche. Ich muss jumpen. Du musst jumpen? Ja. Du kannst auch die Dolchwolke zurückziehen, und ne? Der Asterion. Ja, wie mache ich das? Unten links müsstest du so einen Button haben. Da kannst du drücken. Links unter deinem Summoner-Feld. Ah, es ist gerade weg. Hast du schon weggemacht oder ist es automatisch? Nö, ist gerade wahrscheinlich automatisch ausgegangen. Okay. So, müssen wir jetzt da lang oder wo müssen wir? Nee, warte. Ist doch jetzt da. Wir müssen da rüber. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg nehmen, oder? Ja, ich mache nur kurz die Kiste hier noch auf. Yep. Ein Special Ring. Ich gehe schon mal ein bisschen erkunden. What is this? Eigentlich, ich glaube, ich sollte mit Karlach vorlaufen. Das macht schon irgendwie mehr Sinn. Was ich aber nicht so ganz verstehe mit diesem Eisen, warum uns das da angezeigt wird, wenn da halt nichts mehr ist. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich hoffe, dass es kein Bug ist. Ich will aber gerade ganz kurz gucken. Wahrnehmung fehlgeschlagen, aber ich sehe doch da einen Busch sitzen. Warte, ich komm. Ich würde jetzt einfach blind in den Busch schießen. Ja. Oh, ich komm. Wo bist du? Ich bin ein Stück weiter zurückgelaufen. Also, da dann links. Du musst es noch ganz weit links lang und dann rechts. Okay, aber da müssen wir gar nicht hin, gell? Ich glaube schon, oder? Ich dachte, wir kommen so auch lang. Das weiß ich nicht genau. Ich komme mal angejoggt, ganz gemütlich. Komm bald in die XP, obwohl ich nicht mehr was mache. Gesundheit. Na, hör mal. Ja, sorry, tut mir leid. Ah, da oben bist du. Gut. Das ist ein gefundenes Fressen für meine Karlach. Jetzt dürfen sie dazukommen. Ja, ich bin da. Tormentum. Tormentum. Ich habe halt keine Zauber mehr, ne? Ich muss wahrscheinlich schon mal gleich rasten. Ja. Die! Gut. Ey, das ist so heftig. Ach, die machen eine Kettenreaktion.
die platzen, wenn sie sterben. Und dann machen sie Schaden an allem, was im Umfeld ist. Was ist denn das jetzt? Quetschen. Ich quetsch dich gleich. Bumm. This is my no-no square. No, no, don't touch me there. Durchbohrender Schuss. Mach ich auch. Okay. Zyg beenden. Ich glaube, mit dem schieße ich es auch einfach mit der Armbrust. So, wir sind jetzt connected forever, forever, ever, forever, ever. Ist er nicht tot? Ah, halt ein HP. Na ja, toll. Gut. Dann darf er jetzt... Ah, der wollte sich lösen. Das passiert der mit jedem, der mich verlässt. Ne? Okay. Deswegen gibt's auch keine Ex-Freunde mehr. Lass mal rasten. Ich häng fest. Hilfe! Ja. Hilfe! So. Jetzt wird gerastet. Jetzt wird gerastet. Zum Lager. Die Lysale über nackt im Lager chillt übel rum. Wer redet denn hier? Wer redet denn da? Da oben. Was soll denn das? Ja, ich habe es genau gehört. Ich sag gar keine NPCs. Die beiden haben geredet. Ihr Schweine. Naja, die tun nur so. Dann mal schliepen und docken. Schliepen. Oh. Ja, bist du auch ein bisschen müde? Ja, voll schlecht geschlafen die letzten Tage. Ah, oh, scheiße. It's always a pleasure. Okay, wir können eigentlich... Oh nein. Ich kann sie nicht mal... Hey, judge du? Lass mal kurz gucken, wie das mit Gail geht. How can I help? Ich finde, Gail hat so ein samtiges Oberteil an. Das würde ich voll gern anfassen. Okay. Nein, ich muss noch mit Heisin reden. Ach so, sorry. Na klar. Weil er die Nachtlust meint. Ja, ich hole mal was zu trinken, während du mit Heisin redest. Was tun wir, wenn wir Ethandes Essenz gefunden haben? I'm not sure. This is beyond all reckoning. It's still part of Thaniel deep down, but it may not recognize that or want to recognize that. Perhaps it can be reasoned with, but I'm not hopeful. Reason is not something that thrives amidst the Shadow Curse. Okay. Danke, Kollege. So. Dann. Warum ist Astarion blau? Weil er mit dem Team ist. Warum ist es grün, gelb? Weil es wahrscheinlich einfach nur ein Eulibär ist. Gut. Down, 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 baby, baby. Dachte, die hängen alle im Keller. Nee, das ist dann zu. Da muss man, die muss man ja dann füttern. Das kostet ja zu viel. Ich mag Halsin total gern. Ich auch. Bis er mit mir etwas getan hat, was ich sehr gruselig gefunden habe. Oder Papo, dass er im Schönheitsschlaf da ist. I don't tell it. Ich bin da. Hä, was war das? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Das war ganz schön gruselig. Kann das sein, dass... Der redet hier mit dem kleinen Kind, ne? Der gruselige Opa. Ja, das sollten wir unterbrechen. Na, ich gehe da mal hin. Was ist hier los? Thou walkest alone. On all these harsh nights, thou hast sought no company. Hm. 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 Ihr klingt missbilligend. Love is no domain of mine, but it is often cited as the purpose of mortal life. Wherefore turnst thou from it? Meine Gefährten scheinen mich nicht genug zu mögen, darüber will ich jetzt nicht reden. Hm. Ach, die Pixie hat geschrien. Das war die Fee.
Oh. Die sollten wir rauslassen. So, dein Hamster schreit und du so, warum schreit ihr denn so? Will ich jetzt nicht mit dir reden. Ich war nie an jemanden interessiert. Thou art alone. Okay, hast du recht. Hast du recht. Hast du recht. Hey, you. You find Mom and Pops. Ich habe deine Eltern noch nicht gefunden. Ich bin ausnahmsweise sprachlos. Sie sind tot. Arabella, es tut mir leid. Ich weiß nicht, haben wir die schon gefunden? Ich weiß es nicht. Chat, haben wir die Eltern von dem schon von der schon gefunden? Glaub nicht. Gehabt? Well, hurry. They gotta be somewhere. And I don't want them worrying. Then I'll teach you to conjure those vines. Cool. Hm. Okay. Du dachtest, dein Ellbogen ist cursed. Nee, ich sag mal, warte mal, ich sag mal, dass die tot sind. Ich glaube, wir haben die schon gefunden. Die Eltern sind tot, ja. Die sind ja bei der Nurse im Haus der Heilung beide tot. Liegen im Heilung, okay. No. No, no, no. I don't believe you. Ein prächtiger Anblick. Ihre Leichen waren herrlich zerstückelt. Okay. Boah. Nee, ich sag das Badenmäßige, ne? They'd never leave me. They promised. Get away from me. Go. Komm, wir reden nochmal mit ihr. Leave me alone. Okay, willst du nochmal mit ihr reden? Ich glaube, die sagt das Gleiche. Okay, dann gehen wir mal raus. Okay, let's go. Gibt's so ich gehe rechts Wege? Lang. Ja, ich weiß nicht wohin, aber dann gehen wir rechts erstmal. Wir sollten uns immer ein Ziel im Kopf hier haben. Holztruhe. Verschlossen. Schloss knackern. Wir sind falsch gelaufen, Papo! Erneut würfeln. Oh, ich bin in der Ding. Where lies your guilt? In der Konversation. Okay, dann komme ich mal raus und würfeln. So, was ist denn hier los? You walk in the darkness unafraid. How curious. Ey, das ist ein Albino-Rabe. Mhm. A fair point. Perhaps this one could assist us. Ist das der von Uri Geller? Ist das dieser Asael? The mountain fly silent. The raven asks, will you be their voice? Kommt drauf an, wer hat diese Frau ermordet? She is not the victim. Nay, she is the perpetrator. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence, promised their secrets were safe with her. Okay. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her. And to this day, her victims lie unavenged. Okay. Ist sie tot? Sie ist tot. Wie kann ich sie noch mehr bestrafen? Ich wette, ihr seid nicht aus reiner Herzensgüte hier. Es klingt, als müssten sie bestraft werden. Und zwar gründlich. Ich mach mal zwei. Also. Oder? Oder eins? Death is not the ja, end. Ich hab eins gemacht. Merely another beginning. I seek a record of this one's crimes. Written in her own hand. Through it, I can summon her spirit. And force her to face trial for her crimes. Das ist die mächtige Magie. Wie könnt ihr das? Könnt ihr mir das zeigen? Warum tut ihr das? My reasons are of no consequence. Your soul sparks with justice, with fortitude. This is your chance to bring a murderer to justice, to avenge her victims. Will you take it?
Ja. I thank you. As to those who died by her words. Go to the distillery. The one she calls the Waning Moon. Find the ledger and bring it to me. Okay. Haben wir das zufällig schon? Manchmal haben wir es ja schon eingesammelt. Das weiß This ich one nicht. Is a murderer who walks free. She deserves to be punished. Or will you deny her victim's peace? Deinem Astarion ist eine Kiste zu. Okay, wo? Ich markiere es dir. Keep your distance, darling. Let's be quick. Dort. Nee, nicht da. Das war falsch. Nee, da oben auf dem Hügel. Ja, Parpatelle. Was ist denn los mit dir? Weiß ich nicht, was ist los mit dir? Ich knacke diese Scheiße jetzt. Wem macht das? Du darfst haben. Und dann lass mal zurückgehen. Wir müssen nämlich in eine komplett andere Richtung. Folgen Sie mir unauffällig. Ich folge Ihnen so krass unauffällig, wie ich folgen kann. Aber nicht so, dass ich Angst habe und meinen Schlüssel zwischen die Fingerchen nehmen muss. Ich bin direkt hinter Ihnen. Wirst du jetzt weiterhin spielen auf Maus und Tastatur? Ja. Also ich finde es gut. Das Einzige, was mich stört, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, ich würde am liebsten mit WASD laufen. Ja. Das Geht das eventuell, Leute? Es gibt anscheinend einen Mod, wurde gesagt. Aber den müssten wir wahrscheinlich dann installieren und so. Aber das wäre natürlich geilo. Need a word. Need a word. I need to work. Under the bridge. Ich finde aber, die hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben sollen bei dem Spiel und dann auch deutsche Synchron zu machen. Meinst du? Ja. Oh, ich finde gerade das. Nein, das ist absolut ein Fein. Das war eher so ein lustiger Witz, weißt du? Ach so. Von wegen so, die sollten sich mal mehr Mühe geben, das Spiel ist voll schlecht, aber eigentlich ist das Spiel voll gut. Wir müssen da lang. Halt, was macht er denn? Oh, da kann man auch lang. Wir können aber auch rüberjumpen. Das wäre besser. Kann man rüberjumpen? Ja. Jumpon? Ja, das geht. Jumpon. Schandebel! Oh, es ist ein Portal! Schandebel! Schandepol! Schandepol! I'm gonna get it. Naughty, naughty, shorty, shorty. So, was hat der denn hier? Oh. Oh, warte mal, das ist doch jetzt die Fee, die wir gerufen hat, oder? Nein, das ist little boy. Oh, ich bin in a conversation, please. Listen to me. I'm so in the conversation now. I scared you. I saw it. Nobody beats me at hide and seek. Though shrouded in shadows, the child's resemblance to Thaniel is unmistakable. Okay. This must be his dark half, warped by the curse. Will you play with me? Klar. Spielen? Kinder haben nichts verloren. Ich weiß, wer du bist. Du gehörst nicht hin. Gleich. Hast du einen anderen kleinen Jungen gesehen? Er heißt Thaniel. Das ist gut, ja. I don't know anyone called that. Don't ask me again. Okay. Now play with me. Ich glaube, wir sollen erstmal mit ihm spielen, oder? Ja. Alright. I'll hide and you seek. Find me and you win. Gut, los geht's. Get ready and no cheating. Oh, okay. Unsichtbar. Dann würde ich sagen, ich nehme meine Schriftrolle Unsichtbarkeit sehen, wa? Mhm. Wo habe ich die denn? Spinnnetz, nein. Ist der nicht einfach hier hinten lang gelatscht? Ich glaube, er ist rausgegangen, oder? Also. Ah, das ist eine gute Idee mit Unsichtbarkeit sehen. Habe ich da irgendeinen Zauber?
Dunkelsicht ist es ja nicht, oder? Es ist Unsichtbarkeit sehen. Mhm. Habe ich die nicht? Ich dachte, ich hätte die Schriftrolle. Oder ich habe einen Trank vielleicht. Drowgift, Trank des Federfalls. Trank des Sprechen mit Tieren, Nebelschritt. Ich kann nur Alchemiefeuer auf den kleinen Jungen schmeißen. Okay, verwirrt. Ich habe auf jeden Fall was zur Unsichtbarkeit zu sehen. Versteckspiel Gewinnsfeier, Astarion ist auch. Ist auch sehr gut zu wissen. Guck mal, ob Astarion irgendwas hat. Schriftrolle Unsichtbarkeit. Personen, Schlaf. Personen festhalten, klopfen. Let's not get caught off guard. Nee. Okay, ich habe anscheinend doch nichts davon. Ich dachte, ich hätte das gehabt. Aber wie findet man den denn? One step at a time. Wobei, ich mach mal hier, ich mach mal Dunkelsicht. Vielleicht, also ich erst, nee, wobei stand ja dran unsichtbar, ne? Ist wahrscheinlich nur, dass man in Dunkelheit sehen kann. Strahle Übelkeit, nicht das. Basiliski. Ich hatte doch was dafür. Ich habe es extra aufbewahrt immer. Hey, ist ein Eulenstoffbär, den nehme ich mit. Moving ahead. Na gut. Wo ist denn der kleine Pisser? Pass auf, ich komme gleich wieder. Mhm. Ich teleportiere mich mal hier zu dem Gasthaus und guck mal, ob beim Shop eine Schriftrolle gibt, die das macht. Ich hab ihn. Okay, dann komme ich wieder rüber. Spielen wir nochmal. Sag, kann ich ja verlieren. Ich finde, das reicht jetzt. Nochmal. Good idea. You're smarter than some playmates I've had. It was trying to leave before I was done with them. Try to find me. Normal, oder? But my family will be looking for you at the same time. Ja. So don't get caught. Oh, seine Familie guckt jetzt nach uns. Oh mein Gott. Wir werden jetzt angegriffen anscheinend. Nee, die dürfen uns nicht sehen. Don't waste a step. Oh. Deswegen ist dieser rundenbasierte Modus an. Den können wir aber ausmachen, irgendwie, meinst du, ne? Ja, nur die bewegen sich dann halt auch und finden uns viel leichter. Okay, also sollten wir den anlassen. Hilfe. Aber ich stehe gerade richtig ungünstig, deswegen. Warte, okay, ich wechsle kurz mal auf den hier. Der muss auf jeden Fall darüber rennen. Spurten müssen wir, ja. Shit. Spurte! Spurte weg! Spurte ins Haus, da ist keiner gerade drin. Okay. Kann die auch spurten noch? Okay, die dürfen einen nicht sehen, sagst du. Er hat gesagt, die dürfen uns nicht sehen. Oh shit. Hä? Ich wollte gerade in die unten. Okay, das habe ich dann. Ich wollte eigentlich mich verstecken. Ich wollte wieder C machen, weil sie ja gerade stand, aber offensichtlich. Ja, sonst bringen wir die einfach um. Papa heißt das Ding. Oh Gott. Ja, das war natürlich absolut gar nicht das, was ich machen wollte, aber ey. It is what it is. It is what it is. Mama und Hündchen. Ah, ich bin schon dran. Ich schlafe. Oh. Das haben die Schweine mich auch entdeckt. Ja, nur nicht das Kind umbringen, ja. Ja, das Kind, das töten wir nicht. So, was macht Gnudrun jetzt?
Ich röste jetzt den Daddy. Okay, warum ist denn das der Daddy blockiert? Wird geröstet. Das kann doch gar nicht sein. Warum soll denn der blockiert sein? Der ist doch hier vor mir. Das Ziel ist blockiert. Geht doch. Stark. Geht doch. Stark. Jetzt kommt Daddy aber aufs Maul. Okay. Ich muss dich leider töten. Bumm. Oh, es hat gar nicht gereicht. Damit. Zack. Ich hasse dieses eine Kind. Ich schlafe, okay. Zyk beenden. Hundi. Okay, so, das heißt, geht's dahin. Another step forward. So, das Kind steht daneben, ne? Ah ja. Mhm. Und das gefällt, dass wir jetzt seine Mutter und seinen Vater töten und seinen Hund? It is what it is. Also recht. Und weg. Nice. So, da ist ja das kleine Schwein. Das Taren ist nicht einverstanden. Wie du dahinter die Kiste hinschmeißt. Ich habe jetzt einen Ring bekommen. Den kann ich vielleicht dir mal geben. Schattenring. Bandzauber des zweiten Grades. Ich schicke den einfach mal dir. Okay. Häpe. So. Und wo ist der jetzt hin? Das weiß ich nicht. Der ich Minion. Glaub, das ist in meinem Inventar, oder? Da kann man mit ihm reden nochmal. I won fair and square. There's no point in playing again. I want a challenge. Though shrouded in shadows, the child's resemblance to Daniel is unmistakable. This must be his dark half, warped by the curse. Go on, find someone else to play with. Sieht er bei dir auch so weird aus? Mhm. Ich weiß, wer du wirklich bist. Nee. Bei dir sieht er nicht so weird aus wie bei mir. Guck mal bitte kurz in meinen Stream. Ich dachte so, warte mal, hat er sich jetzt nochmal verwandelt? Warte, jetzt bin ich gespannt. Moment. Bei mir hat er einfach keine Haut. Ach. Hier, mach mal irgendeine Antwortmöglichkeit und guck da drauf. Geil. Ach, du Scheiße. Der war einer, ist ja richtig gruselig. Ob es dir gefällt oder nicht, du gehörst ihn nicht hin, mach es nicht noch schwieriger, dich auf ihn stürzen. Yes, I do. You can't make me do anything. I don't want to play with you anymore. Jetzt ist er wieder normal. Slippery little bugger, isn't he? He'll be looking for somewhere safe. Somewhere where the shadows are nice and strong. Huh. Da können wir jetzt nämlich rein. Okay. Dann machen wir das, oder? Yeah. Speicher mal. Ja, das ist ein guter Punkt. Let's Spiel speichern. Go! Und rein. Moment. So, jetzt. Du bist einfach reingedippt. Oh, ich bin... Oh je. Oh my gosh. Oh my god. Oh my goodness. Oh my damn. I'm going ham. Er hat Schattenfreunde. Genau, ich würde sagen, dass wir auf ihn draufbolzen. Ich gucke jetzt aber mal ganz kurz, ob ich nicht einfach diesen unfassbar geilen Schneesturm mache. Ja, Bam. Mach mal. So, müssen diese Kackkuppel bei dem Jungen wegmachen. Hat die Lebenspunkte oder muss man da reinrennen einfach? Am besten vor und dann richtig draufbolzen. Das mache ich jetzt auch. Pass mal auf, guck mal. Boah, fett. Geil. Guck, die Nachtkuppel hat 218. Geil, let's go. Okay, wenn ich hier raufrenne, dann rutsche ich aus, ne? Okay. Ja.
Kann ich vielleicht jetzt noch kannst du von der Seite kommen, weißt? Und sporten kann ich auch nicht mehr. Vielleicht von der Seite, wo ich stehe? Ja, ich kann mich gerade eh nicht mehr bewegen. Warum schlafe ich? Das ist a very good question. Very good question. Müssen wir den Jungen eigentlich töten oder nur bewusstlos hauen? Wahrscheinlich nur bewusstlos hauen. Also töten dürfen wir den wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Wir müssen den halt echt schnell niedermetzeln, ne? Und seine Scheißkuppel. Das nervt doch, dass ich jetzt wieder nicht genug Bewegungsrate habe. Oder nicht genug. Ich glaube, du solltest aber auch mit Astarion nicht auf Fernkampf gehen, oder? Du solltest mit ihm immer in Nahkampf. Ja, ich gehe jetzt auch mal hier vor. Ja. So. Okay, was machen Mama und Papa? Die tun mir weh. Ja, merk schon. Ah, wir müssen nur die Kuppel wegmachen, mehr nicht. Aua. Okay, nur die Kuppel. Also alles auf die Kuppel? Alles auf die Kuppel. Ja, ich gucke mal, dass ich vielleicht auch gleichzeitig noch die anderen treffe, aber... Da wird die Zerberstungsstufe 5 gecastet. Oh, krass. Heavy. Heavy, Bro. Und dann kriegst du eine Inspiration. Das heißt, okay, mit ihr... Ich kann natürlich jetzt nicht über das Eis gehen. Ja, versuch doch, mich zu treffen. Ja, kannst du auch versuchen, ist kein Problem. Ihr seid alle nicht... Oder du gehst halt seitlich rum, dann bist du auch dran. Oder ich springe jetzt einfach rüber. Yeet! Oh ja. Öffne deine Kuppel! Verkuppeln! Kann ich nicht nochmal? Warte mal. Achso, es hat jetzt geleckt, deswegen, okay. Zug beenden. Oh oh. Der steht ein bisschen ungünstig, aber. Okay, dann gucken wir, was wir da so drauf bolzen jetzt. Ja. Dolchwolke macht halt durchgehend Schaden. Why not, oder? Aber ich will den Jungen ja keinen Schaden machen. Oder will ich? Ja, nee. Lieber. Macht so das überhaupt Einzel- Schaden? Ziel. Das sehe ich gar nicht, ne? Ob die Kuppel. Also, solange er da drin ist, ist er geschützt. Oh, ja. Er kriegt ja keinen Schaden. Gut. Das war doch mal ordentlich hier. Ja. Ordentlich! Morgen! Bin ich wieder dabei? Morgen! Morgen! Weil ich heute nicht kann. Morgen! Fange ich von vorne an? Was ist das für ein Lied? Wie soll ich denn diesen Ohrwurm jetzt? Morgen! So, die gehen jetzt alle auf mich, oder? Na, ich teleportiere mich da einfach gleich raus. Außer, dass ich da noch lebe. Ja, gibt's richtig aufs Maul hier. Ja, zeig mal dein Lieblings... Was macht er? Oh. Oh! Mein Gott, ein Eulenbär. Oh mein Gott, noch einer. Oder? Nee, doch nicht, dachte gerade. Okay. Okay, ja, bra, jetzt gibt's aber aufs Maul. Hunde. Jetzt reicht's mir. Na. Make it hurt. Also Astarion. Brudi, da hätte ich aber mehr erwartet. Ich mache jetzt nochmal einen. Du spielst auch nicht, gar nicht mehr Dolch, ne? Warum hast du gewechselt auf starke Weil Waffe? Ich doch jetzt eine starke Waffe hatte, aber ich glaube, das war. Ach so, okay. Ich glaube, die andere ist besser. Okay. Oh oh. Nicht wieder Oh, ich schlafe. Oh oh. Ich bin sowas von tot. Kurz Außer Nächte. Wir zerstören das Ding jetzt. Okay. Ja. Hallo ihr Stinkies, schön, dass ihr da seid. Da muss ich mal ganz kurz gucken, was meine Waffen nochmal machen. Als Druide, ich bin Zauberer. Und der Papo ist Barde. Arme Bard. Astarion ist bei mir Assassine. Ja, es scheint zu funktionieren mit der Kuppel. Weg damit. Ja, ich schlag drauf.
Ja, nice. Why are you doing this? All I want you to do is play. Das sagen sie immer. Okay, mehr kann ich jetzt nicht machen. Also ich werde auf jeden Fall down gehen, weil ich schlafe gerade. Ich könnte dich retten mit einer Dolchwolke vielleicht. Maybe, ja. Aber jetzt bin ich auch wieder wach. Okay. So, das heißt, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich alles auf die Kuppel drauf, glaube ich. Ja. Also nochmal. Also der Spell, der am meisten Damage macht auf die Kuppel. Wo sehe ich das? 100% steht hier. Nee, du musst auf den Spell gucken. Der Spell zeigt dir an, wie viel Schaden er macht. Da steht dann 5 bis 12 oder was auch immer. 6 bis 40, 8 bis 48. Ja, dann 8 bis 48, ne? Aua, du hast einen von uns getroffen. Jetzt kann ich ja sagen, ich habe den bei mir privat getötet, weil ich nicht wusste, dass man den leben lassen muss. Du musst nicht verschwinden, du musst nur Nathaniel deine Stärke leihen. Du bist nur ein diebischer Schatten, der sich für ein Kind behält. Du hast, was du willst, aber nicht das, was du brauchst, Daniel. Er ist ein Freund, dein Bruder ist du. Es sterben Leute, weil du dich amüsierst. Ich mach mal 3. Ich zeig dir mal, wie gut ich mit Kindern umgehen kann. Ja, ich bin gespannt. Ach, du musst es machen. Oh, ich muss es machen. Ja, he's nothing to me. He left me here all this time. I had to do everything for myself. Even when it was scary. Even when I was alone. I didn't give up. Stark. Daran ist keiner schuld. Der Fluch hat euch auseinandergerissen. Jetzt könnt ihr wieder zusammen sein. Du warst tapfer und findig. Was könntest du da erst Daniel helfen? Das finde ich gut. Ja. But would he even want me back? I've changed. A lot. Veränderung ist normal, sonst könnte man ja auch nicht erwachsen werden. Zusammen könnt ihr beiden mehr sein, als ihr vorher wart. Oh. Ja. So I wouldn't have to make up friends to play with anymore. I'd have someone real. I'd like that. And he would too, I think. All right, I'll do it. I want to do it. Bye. And thank you for playing with me. Hey, so gerne doch. Du hast mich fast getötet, Junge. Aber wirklich. Geil. Gnu, mir geht's gar nicht gut. Oh, shit. Lass mal ins Lager ganz schnell. Ganz schnell lagern und speichern. Können wir hier lagern? Ja, wir können überall lagern. Oh, Gnu, ich hab ganz tolle Schmerzen. Ich würde jetzt gerne mal mit Halsin reden, weil jetzt haben wir ihnen ja voll geholfen. Ja, stimmt, hast recht. Bro. Hast recht. Let's talk. Daniel rests well. Ja. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. Wie schön, dass ich helfen konnte. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. Was genau mit Oliver passiert hat, Fendis, und jetzt, immerhin habt ihr, was ihr wolltet, kommt. Genau, was jetzt mit Oliver passiert. No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish, I hope they will remain as a pair. Mach das jetzt einfach. It will be good for them both to have a friend, once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. Ey, das da hinten hört sich einfach an wie mein Hund. Und jetzt immerhin habt ihr, was ihr wolltet. Indeed, but we cannot yet say the same for you. I promised I would help you, and I intend to keep that promise, however I can. Nett. Who knows what awaits us in the city and beyond, but we shall face whatever may come as staunch allies and unwavering friends. Ja, Freundschaft. Bin froh, euch zu haben. Warte mal, also Freunde und sonst nichts? Gnu? Okay, 2. Ja, natürlich. Perhaps so or perhaps not. I had wondered if I had detected something else once, but I must have been mistaken. Du Schwein! My admiration for you conflated with other feelings. But
friendship is no consolation trophy. I cherish the bond we have forged. Whether it should grow into something else is not for me to predict. Also im Privaten habe ich den geschnuggelt. Habe ich gesehen. Du hast mir ein Video davon geschickt. Knut. Soll ich es der Community zeigen? Na, Zeit, ist das eine Special-Folge bei 20.000 Likes? Spaß. Klar, kannst du in Community. Oh, I feel every root that riddles the earth beginning to unfold. But there is one anchor still holding the shadows in place. The soul that brought it into being for the land to heal. Kethric Thorn must die. Okay, ich zeig's euch jetzt, okay? Okay. Ich glaube, weißt du, was wir machen? Wir machen es so, dass wir in der nächsten Folge, ich lade das auf den PC und dann schauen wir uns das an, okay? Weil ich mich echt schlapp gelacht. Ja, dann machen wir das so. Oder, Pablo? Klar. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir bedanken uns wie immer, freuen uns wie immer über Tipps und Tricks. Ich würde sagen, dass wir gerade in der nächsten dann mal Richtung, vielleicht wisst ihr noch, wo wir Metall finden, und Richtung Moonlight Towers auch mal gehen. Und ja. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns immer über Tipps und Tricks. Und jeden Mittwoch spielen wir eigentlich hier Baldur's Gate um ca. 13 Uhr. Hier sind unsere Links. Kommt gerne vorbei. Und wir sagen wie immer danke fürs Zuschauen. Ciao. Und schreibt mir, warum ich Halsin jetzt nicht rammeln kann. Ich weiß es auch nicht. Also, Mann. Siehst du mich? Ja, was bist du denn? Ja, dich nehme ich auch. Ich bin alles, was du sein möchtest. Ich kann für dich alles sein, Gnu. Oh, geil. Ich, wenn du es mehr haarig magst, dann auch so, oh, hallo. Geil, ich bin dabei. Abwechslung.